Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil von diesem Set Review. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist, Fabian. Sehr gerne. Ja, es ist ja immer ein hervorragendes Fingerhakeln hier unter Kollegen, die es nur gut miteinander meinen. Ja, fünfter Teil heute grün. Und alle, die sich jetzt denken, ja, Magic hat ja nur fünf Farben, dann ist es ja bald vorbei. Oh nein, oh nein. Wir haben auch noch die farblosen und die Multicolor-Karten übrig. Und zum Glück sind in dem Set noch ein paar mehr Multicolor-Karten als sonst drin, also geht das natürlich auch sehr schnell vorbei. Wunderbar. Aber es wird noch einen weiteren Teil geben, aber danach haben wir es hinter uns. So. Beziehungsweise ihr. Wir vergeben deutsche Schulnoten, was aber nicht heißt, dass wir Karten sozusagen nur im Vakuum bewerten, sagen, das ist eine gute Karte, das ist eine schlechte Karte, sondern wir gucken uns auch immer an, wie sieht du so im Kontext aus, in welchem Deck sollte die gespielt werden, in welcher Spielsituation ist die besonders gut. Ja, gibt es dazu sonst noch was zu sagen von deiner Seite oder starten wir? Ja, wir versuchen das natürlich so gut zu bewerten, wie wir können. Allerdings ist halt das Format sehr schwer zu überblicken, deswegen kann Oh das ja. auch sehr schief gehen. Aber wir versuchen das so gut es geht einzuschätzen mit der Erfahrung, die wir haben. Wunderbar. Ja, dann fangen wir doch mal an und schauen mit unserer Erfahrung auf die erste Karte, Arachnoform. Ja, die ist scheiße. Für eins und ein grünes. Moment mal, eins nach dem anderen. Obwohl, ich habe es schon viel früher gesagt, ne? Für eins und ein grünes bekommen wir eine Enchantment Aura in Common, die sagt: Enchant Creature. Enchanted Creature gets plus two, has reach and is every creature type. Ja. Ja. Also hier würde ich einfach, also es gibt ja in dem Set hier die Runen, die sind Auren, die wir beide okay finden. Und das liegt daran, dass sie, wenn sie reinkommen, sofort eine Karte ziehen und dass sie den Fail-Safe haben, dass man sie auch auf ein Land spielen kann, um einfach diese Karte zu ziehen. Arachnoform hat nichts davon, also keine dieser positiven Eigenschaften, aber alle negativen Eigenschaften von einer Aura. Und deswegen mögen wir die beide nicht. Ja, also die negativen Eigenschaften von Aura sind, naja, die Gegenseite hat einfach ein Removal-Spell, wenn du deine Aura auf eine Kreatur gecastet hast oder gerade dabei bist und kriegt einfach einen schönen, sauberen 2-for-1 und damit Genau. bist du auf einem guten Weg, das Spiel zu verlieren. So, und dazu kommt auch noch, dass der Effekt hier nichts wirklich Besonderes ist. Also wir haben hier plus 2, plus 2. Das sind so, ist ein solider Stat-Boost. Den sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ein aggressives Deck kann mit der Karte hier was anfangen. Aber das Keyword, was damit gepaart ist, ist ziemlicher Schwachsinn. Ja, das ist so Denn das, defensiv. genau, das ist defensiv. Und ja, wenn man das jetzt auf eine Kreatur drauf spielt und die halt umgebracht wird, dann hat man einfach zwei Karten verballert, wie der Mattes schon gesagt hat. In einem aggressiven Deck ist der Zweier-Boost halt gut, aber das Reach wird kaum Nutzen haben. Also insgesamt ist irgendwie die Karte ein bisschen komisch. Dazu kommt ja jetzt noch, dass sie Every Creature Type ist, aber auch das sollte die Karte nicht in den spielbaren Bereich heben. Wenn man jetzt ein sehr aggressives Deck mit Grün ist, kann man die mal reinnehmen als letzte Karte, einfach um Druck zu machen, denn plus 2 plus 2 macht eine Kreatur schon ziemlich gewaltig. Ja, das stimmt. Aber auch als Sideboard-Karte gegen Flieger ist die wirklich nicht das, was man haben will. Da sind andere Karten im Set, auch in Grün, die wir später angucken werden, die da definitiv die bessere Entscheidung Ja, sind. vor allem es gibt wirklich ein paar ordentliche Equipments in dem Set hier. Ich glaube nicht, dass wir auf so einen Effekt zurückgreifen müssen, Genau. um unsere Kreaturen zu boosten. Also geben wir mal eine 5 plus, würde ich Ja, jetzt mal so in den Raum bin ich werfen. dabei. Weil spielbar ist die Karte irgendwo schon, aber man sollte sie nicht spielen, deswegen. Gut. So, Battle Mammoth, 3 und 2 grün für einen Elephant, ist Mystic, ist ein 6-5er, also schon mal above rate, also schon mal kriegt man schon mal gute Stats für die Kosten, hat Trample und whenever a permanent you control becomes a target of a spell or ability an opponent controls, you may draw a card. Und weil das natürlich eine Mystic ist und noch nicht reicht, gibt es noch Foretell für 2 und Doppelgrün. Das heißt, wir können den Battle Mammoth in Runde 4 ausspielen, wenn wir den zum Beispiel in Runde 2 foretold haben. Ja, klingt doch fair. Ja, super. Okay, und es ist whenever a permanent you control, ne? Also egal, womit die Gegenseite irgendwas von dir anwählt, so kannst du sofort eine Karte ziehen. Warum sollte man dazu Nein sagen? Ja, das ist eine saugute grüne Karte. Die hat ja auch sogar noch so eine Art Pseudo-Protection. Also wenn der Removal-Spell auf ihn kommt, dann gleicht man immerhin die Karte wieder aus. Also man zieht ja eine neue. Das beschützt ihn nur bedingt, aber ist natürlich ein super Effekt, auch wenn man schon ein Board hat, womit gerade interagiert werden muss, damit, weil der Gegner unter Druck steht und da auf Antworten quasi angewiesen ist. Das tut richtig weh und verliert auf
kurze Sicht eigentlich schon das Spiel, dass wenn man da ein paar Sachen targetet und man da Karten gut gewinnen kann, dann gewinnt man auch das Spiel bald. Ja, ich denke, das hier ist eine, also mindestens eine 2 plus, oder? Mhm, ja, eher eine 1 minus, würde ich schon sagen. Ja. Ich meine, stell dir mal vor, die Gegenseite hat keine Antwort auf den. Mhm. Ne? Und dann irgendwann kriegst du eine Antwort und du ziehst noch eine extra Karte nach. Also ich würde sagen, der qualifiziert sich als 1 minus, weil ja, es so ein unglaubliches, brutales Threat auch ist. Ich überlege gerade, ob ich nicht in der Vergangenheit, habe ich ja gesagt, wenn die keinen Immediate Board Impact haben, kriegen die von mir, geht es noch nicht ganz in den Einserbereich. Und das habe ich ja auch relativ konsequent durchgezogen. Zum Beispiel auch mit dem Necromancer in Schwarz. Ja. Und dem habe ich, glaube ich, auch nur eine 2 plus gegeben. Und jetzt habe ich die gerade gedanklich verglichen. Aber du ziehst ja keine Karte nach, wenn der Necromancer stirbt. Ja, das stimmt. Okay. Stirbt. Ja, gut, das wollte ich eigentlich nur hören. Damit das meine ich, das würde ich als Immediate Board Impact zählen. Selbst wenn die Gegenseite sofort eine Antwort drauf hat, zack. Ja gut, okay. Ist immer noch ziemlich dann gut. Darf ich meine 1 minus auch rechtfertigen und das, also, du hast es ja eigentlich schon getan, dann passt das ja. Nächste so. Karte am Start, Blessing of Frost, 3 und ein grünes für eine Snow Sorcery in Rare. Distribute X +1/+1 counters among any number of creatures you control, where X is the amount of snow mana spent to cast a spell. Then draw a card for each creature you control with power 4 or greater. Ja, und genau, Snowmana steht da auch nochmal im Reminder-Text, ist halt jegliches Mana, was von irgendeiner Quelle erzeugt wird, auf der Snow draufsteht. Zum Beispiel Snowland wird das in aller Regel sein, aber es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, gibt auch Artefakte. Das Snow-Artefakt, was für Mana tappt, das erzeugt dann auch Snowmana. Ja, okay, und jetzt mal zur Karte. Was denkst du darüber, Fabi? Wenn wir den Schneepart weglassen und jetzt wirklich auf das mit dem 4-Power 10 Karte gucken, dann gefällt mir die Karte so, also so, ich würde sagen, solides Mittelfeld. Ich sehe die Karte aber eher als so eine, glaube ich, dann als eine Belohnung für Snowdeck. Dass man da auch wirklich ein paar Snowmana reinballert und dann ein paar Counter vorher verteilen kann. Dann hat man nämlich Board Impact kombiniert mit Card Advantage und dann ist es, glaube ich, eine gute Karte. Mhm. Das Distribute heißt ja auch, dass ich mehrere auf eine legen kann. Das heißt, ich kann auch meinen 2-Drop auf 4 hochheben zum Beispiel, das gefällt mir ganz gut. Wenn ich jetzt allerdings nur so ganz wenige Snow-Quellen im Deck habe und vielleicht nur einen Counter rauskrieg und dazu auch noch kommt, dass ich nicht so viele Kreaturen mit 4 Power habe, was ich denke ich der Normalfall in den meisten Decks ist, dann sieht das Ganze ein bisschen wackelig aus. Also deswegen ja, glaube ich eher, dass es eine Belohnung ist für Snow-Decks. Was wollen wir denn haben? Also ich würde jetzt sagen, wir wollen 2 Counter haben und 2 Karten ziehen. Das ist so, ja. Dass da dann mag ich die Karte. Genau. Und alles darunter sage ich es ziemlich meh. Wenn ich jedes Mal 2 Counter verteilen kann und 2 Karten ziehen würde, was wäre das dann? Vielleicht eine 2 minus? Also so gut wäre der Effekt wäre jetzt auch nicht richtig klasse. Ja. 4 Mana für 2 Karten würde man in Sorcery Speed normal nicht machen. 2 Counter dabei, das ist schon ganz gut. Erinnert dann so ein bisschen an Shoulder to Shoulder. Sehr alte Karte eigentlich mittlerweile. Da konnte man 2 Counter nur auf jeweils 2 Ziele verteilen. Also ein Counter auf jedes. Mhm. Und hat eine Karte gezogen in Weiß. Für 3 war das, ne? 2 nur. Nee, warte. 3. Stimmt, 3, ja. Jetzt haben wir hier eine Rare. Ich weiß nicht, da. Also, so, das sollte das Minimum sein. Und wenn das nicht gewährleistet sein werden kann, dann würde ich von Blessing of Frost abraten. Man muss aber halt gucken, wenn man jetzt merkt, oh, wow, ich habe ganz viele 4-Power-Creatures, was, denke ich, ein bisschen unwahrscheinlich ist. Und dazu noch ein paar Snowlands, dann kann man die mal reinmachen. Man sollte aber wirklich gucken, ob das sich lohnt. Ich würde fast schon Build Around hier sagen in die Richtung. Ja, ich hab gerade überlegt, so, ja, wie ist es, wenn ich so ein Snow-Enchantment bekomme, wenn ich dann noch ein paar Länder mir geschnappt habe. Aber ich glaube, man muss das schon sehr aktiv irgendwie auch diese Snowlands draften, damit das funktioniert. Ja. Von daher würde ich dir zustimmen, ist das eine Build-Around. Und dann wird sie ganz nett sein. Ich meine, wenn ihr richtig Heavy Snow geht, dann kann die Karte brutal abgehen. Ich würde da, glaube ich, einfach pauschal eine 3 geben. Ja. Aber die hat sehr hohe Upside und sehr hohe Downside. Also einmal kurz Upside-Szenario ist, wir verteilen 4 Counter und kriegen vermutlich vielleicht sogar 3 Kreaturen auf Power 4. Dann würden wir 3 Karten ziehen und hätten das Board um 4-4 verstärkt. Das wäre unglaublich gut. Das wäre super. Aber schlechtes Szenario ist,
man hat ein oder zwei Kreaturen, man targetet eine von denen, der Gegner hat ein Removal, bringt die um und man zieht keine Karte und verteilt keinen Counter. Das kann passieren. Die Karte wäre ja jetzt auch kein Grund für mich, um zu sagen, ich lade mein Deck voll mit 5-Drops oder so, damit ich genug Kreaturen dafür habe. Das ist wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee. Also, geben wir mal eine 3, würde ich sagen, und ich glaube, seid euch aber da bewusst, der Kontext ist unglaublich wichtig bei der Karte. Kurz mal bitte eine Vermutung von mir. Also ich bin mir relativ sicher, wenn man alle Counter auf eine Kreatur legt und die stirbt, dann fizzelt der Spell. Der hat ja nur ein Target, oder? Dann. Ja, sieht so aus. Weil der Rest guckt ja, ist ja ein also der schaut ja global, aber der Target nicht mehr. Also da auf jeden Fall aufpassen, wenn der Gegner viel Mana hat und ihr gerade überlegt, alles auf eine zu packen, da lieber auf Nummer sicher gehen und dann vielleicht ein anderes Target wählen, was nicht so gut ist, einfach damit der Spell nicht fizzelt, wenn der Gegner einen Removal-Spell offen hat. Oh. Ja. So, Blizzard Brawl. Für ein grünes kriegen wir eine Snow Sorcery in Uncommon. Choose target creature you control and target creature you don't control. If you control 3 or more snow permanents, the creature you control gets +1/+0 and gains indestructible until end of turn. Then those creatures fight each other. Und ein Fight-Effekt bedeutet, dass die beiden einfach Schaden in die Höhe ihrer Stärke am anderen anrichten. Also es ist kein Kampfschaden, es ist kein Combat-Damage. Das verwirrt manchmal Neulinge etwas, aber das hat quasi nichts mit der Kampfphase zu tun. Auch First Strike funktioniert hier nicht, aber Death Touch funktioniert hier zum Beispiel. Mhm. So, jetzt zur Karte. Wir haben hier eine upgradete Version von Prey Upon. Und das Upgrade kann sich wirklich sehen lassen. Denn +1/+0 und Indestructible, wenn die Condition erreicht ist, ist unglaublich gut. Also das ist ein Swing auf dem Board. Der hat es wirklich in sich, denn die Kreatur kann nach, also man würde dann in der ersten Hauptphase die einsetzen und man kann danach noch angreifen, weil die Kreatur hat zwar Schaden drauf, aber das ist der unglaublich egal, weil die ja bis zum Zugende Indestructible ist. Also die Baseline der Karte sieht schon mal ganz gut aus, denn Prey Upon ist spielbar, wenn man ein Deck hat mit vielen großen Kreaturen. In Decks mit kleinen Kreaturen übrigens nicht spielbar. Und der Bonus macht die Karte noch viel, viel spielbarer, wenn er denn erreicht ist. Und ich denke, also es müssen nur Snow Permanent sein, nicht mal Länder. Ganz genau. Das ist leichter zu erreichen. Snow Länder ist sehr viel schwieriger zu erreichen. Und ich denke, deswegen haben wir eine richtig gute Karte. Also vermutlich sogar der beste grüne Removal Spell bestimmt. Also die Sache ist, dass Grün eben auch die Farbe ist, die Snow am besten unterstützt. Von daher solltest du eigentlich, selbst wenn du nicht besonders darauf achtest, einige Snow Permanents zusammenbekommen, wenn du Grün draftest. Die Sache ist, wenn du das verlässlich aktivieren kannst, dann brauchst du nicht mal große Kreaturen, weil du dann den +1/+0 und Indestructible Bonus bekommst. Dann kannst du auch mit deinem 3-3er einen 5-4er aus dem Weg räumen und noch einen geilen Angriff reinbekommen. Ja, das stimmt. Dieser eine Power-Bonus ist wirklich ziemlich vernünftig, weil es gibt auch Szenarien, wo man eine kleinere Kreatur hat und eine größere und nur die größere hat einen Angriff. Durch den einer Bonus kommt die kleine auf einen Schadenswert, um gegnerische Kreatur umzubringen und kann jetzt auch mit Indestructible mit angreifen. Also das ist ein Szenario, was hiermit sehr gut möglich ist. Mhm. Also da immer nochmal nachrechnen, nicht immer direkt mit der größten drauf. Ja, hier aber auch dasselbe Problem wie bei der Karte davor, wenn die Gegenseite viel Mana offen hat oder manchmal auch nur wenig. Mhm. Es reicht teilweise ja auch, ein rotes offen zu haben und eine Karte im Exile, oder ein Bounce, die foretold wurde, das ist dann ziemlich furchtbar. Also da muss man sich ein Fenster suchen, wo man sich sicher ist, dass die Gegenseite nicht reagieren kann, also mit der Kreatur interagieren kann, die man kämpfen lassen möchte. Und dann wird man wahrscheinlich gute Ergebnisse mit Blizzard Brawl erzielen. Ja, also ist natürlich kein Premium-Removal, weil wir eine Kreatur brauchen und ein Risiko eingehen, dass wir eben unsere Kreatur targeten und die gegnerische. Also da ist Interaktionsmöglichkeit da. Aber für einen grünen Fight-Spell ist das hier wirklich ein richtig, richtig guter... gutes Paket, ja. Und wenn die zündet, dann kriegt man auch einen unglaublichen Tempo-Vorteil. Eben, man hat noch einen Gratis-Angriff wegen dem Indestructible, wenn das zündet. Ich denke, wir haben hier eine 2, oder? Ich wäre jetzt noch bei einer 2- erstmal geblieben, wegen den ganzen Einschränkungen, die es gibt, die Probleme, die eben die grünen Removal-Spells sozusagen eigentlich immer haben. Aber ich glaube, denke, wir sind da ungefähr in derselben Richtung unterwegs, ja. Also ich glaube, ich bleibe bei der 2.
weil es eben so günstig ist. Und wenn es, also es gab ja auch noch in Eldraine die Karte, ich weiß nicht mehr, wie die, Outmuscle hieß die. Mm, das die, stimmt. Die hat einen Counter draufgelegt und hat Indestructible gegeben, wenn man dafür drei Grün genommen. Bezahlt hat. Und die war eine richtig krasse Karte, also eine der gefährlichsten grünen Karten. Und wenn ich hier das vergleichbare Programm für ein grünes kriege, dann halte ich das für eine sehr gute Karte. Das stimmt, ja. Ich würde die, obwohl ich der jetzt eine 2 gebe, allerdings denke ich, ungerne First picken. Sondern eher lieber später aufgreifen, wenn ich in Grün gefestigt bin oder so ein bisschen Snow schon habe, denke ich. Also ich glaube, als First Pick würde ich da ein bisschen vor zurückstrecken und lieber Unconditional Removal nehmen oder andere Bomben. Ja, okay, bin dabei. Als nächste Karte haben wir Boreal Outrider am Start. 2 beliebige und ein grünes Mana für eine Snow Creature. Elf Warrior, würde also zu unseren Snow Permanents zählen. Ist ein 3-2er mit Whenever you cast a creature spell, if snow of any of that spell's colors was spent to cast it, that creature enters the battlefield with an additional +1/+1 counter on it. Ja, das ist ja interessant. Also nur um da ganz sicher zu sein, nicht einfach, wenn Snow dabei war, wenn ihr Snow benutzt habt, um diese Kreatur zu casten, sondern es muss ganz spezifisch von den Mana-Anforderungen, von den Farbanforderungen der Karte Snow-Mana gewesen sein. Und erst dann funktioniert das. Also das, das klang jetzt vielleicht ein bisschen fehlleitend. Also vielleicht noch komplizierter. Wenn eine Karte zum Beispiel jetzt keine Snow-Karte ist und einfach nur ein rotes kostet und ich habe ein Snow-rotes Mana auf dem Feld und das benutze ich jetzt, um das Rote zu bezahlen, dann kommt die mit einem Counter rein. Also genau. Das geht bei allen Kreaturen, das müssen keine Snow-Kreaturen sein. Wichtig ist aber, dass mindestens eins der farbigen Mana durch ein farbiges Snow-Mana bezahlt wird. Genau, ja, gut ausgedrückt. Wunderbar, ja, die Karte sieht richtig krass aus. Die halte ich auch für richtig krass. Also das ist ja quasi, wie heißt die aus Seros, die Legendary in Grün, die alle Kreaturen kommen mit einem 1-1 Counter rein. Ach so, Renata genau. Ja. Das ist quasi. Oder Grumgully aus Throne of Eldraine, ja. Der war nur auf Non-Humans, aber trotzdem ähnlich. Das ist sehr, sehr mächtige Fähigkeit. Also das hier ist eine richtig krasse Karte und vermutlich auch eine der besten Karten, die auf Snow achtet, denke ich. Und dazu auch noch eine, die auch ohne viel Snow, ohne viel Snow funktioniert, ja. Also die halte ich für ziemlich gut und da würde ich auch spekulativ die früh versuchen zu nehmen, falls ich dann ein paar Snowlands kriege und ein paar Mal den Bonus kriege, das reicht mir schon. Wenn ich irgendwo einen Counter drauflege, dann habe ich schon ein ziemlich gutes Value bekommen aus der Karte. Denn ja. Die Base-Statline ist auch ziemlich solide. 3-2 gefällt mir besser, als wenn es andersrum wäre. Er hat den Typ 11 auch noch, was nett ist für andere Synergien. Ziemlich gute Karte. Ich denke, wir haben hier noch eine 2 und die würde ich sogar lieber picken als den Removal-Spell-Ding. Ja. Bin dabei. 2. So, hier haben wir jetzt Broken Wings. Für 2 und ein grünes ein Instant. Destroy Target Artifact, Enchantment or Creature with Flying. Und das ist genau der Sideboard Removal für Flieger, den ich meinte. Eben als wir am Anfang über Rachnoform geredet haben. Der hier ist um einiges besser, finde ich. Ja. Mir würde jetzt keiner einfallen, der dem widersprechen würde. Ja. Eine Sideboard-Karte, die kann man maindecken, aber ich würde es nicht empfehlen. Wenn ihr jetzt Probleme habt, auf Playables zu kommen und ihr wirklich nur noch Schund habt, dann kann man das mal machen, denn die meisten Decks werden Ziele haben. Das Problem ist eigentlich nur, dass sie einen nicht unbedingt glücklich machen. Also wenn man damit jetzt vielleicht irgendein recht schlechtes Equipment zerstört, dann ist man so semi-glücklich. Oder ein 1-1er Spirit-Token, das fliegt oder sowas genau, in die Richtung. Genau, das ist nicht das Szenario, wo man diese Karte gerne einsetzen möchte. Das, eigentlich möchte man damit wirklich spielrelevante relevante Karten. Karten, ja. Relevante Karten beantworten. Und was ich da sehe, ist halt, wir haben sehr viele Sagas hier. Ja. Da ist aber das Problem, dass die immer schon Enter the Battlefield Trigger haben. Deswegen hat die Gegenseite dann schon Value rausgeholt und viele machen auch die stärkste Sache in der, also beim ersten Trigger. Ja. Deswegen ich eher davon abraten würde, das als Sideboard-Karte gegen gute Sagas zu nehmen, aber es kommt natürlich auf die Saga an. Genau, das wisst ihr ja dann. Ihr werdet die ja schon gesehen haben und aber könnt dann selbst entscheiden. Aber wogegen das richtig gut scheint, sind wohl diese dieser Equipment-Cycle, der ist nämlich richtig pervers. Ja.
Obwohl auch nicht gegen alle. Da, die sind ja deshalb so stark, weil die noch eine Kreatur mitbringen. Aber ich denke mal, es ist wichtig eben, wie du schon gesagt hast, darauf zu achten, dass es wirklich eine Karte ist, die auch sehr relevant fürs Spiel ist. Und wenn die Gegenseite mehrere solcher Karten hat, ja, ein gutes Enchantment, du hast einen starken Flieger gesehen und ein Artefakt, was dich nervt oder ja, so, dann ist das Grund, um Broken Wings reinzubringen. Für ein Ziel würde ich sie meistens nicht reinbringen, aber ich so denk, zwei gute Ziele reichen mir dann meistens aus. Also mit gutem Gewissen würde ich es, glaube ich, ab drei machen. Ja. Und wenn ihr die mainboardet, weil ihr eben keine Wahl habt, ich denke, die wird ein Ziel finden. Es gibt ja in dem Set eben sehr viele Sagas, die machen einen nicht unbedingt glücklich als Ziel. Es gibt einige Vehikel, auch da ist man nicht ganz glücklich unbedingt damit. Und es gibt Enchantments und Flieger haben ja auch viele Decks. Kann man machen, aber wie gesagt, macht das mit Bedacht und wenn ihr könnt, dann lieber als Sideboard-Card. Und als Note würde ich jetzt, glaube ich, so pauschal würde ich eine 4 plus geben vielleicht. Im richtigen Matchup gegen einen Deck mit vielen Zielen, ist das aber quasi direkt ein Premium-Removal. Ja, genau. Ja, also packt sie rein, wenn er sie braucht. So, als nächste Karte haben wir ja Elderleaf Mentor. Für drei beliebige und ein grünes Mana bekommen wir einen Elf Warrior in Common, ein 3-2er mit When Elderleaf Mentor enters the battlefield, create a 1-1 Green Elf Warrior Creature Token. Oh, das ist ja mal eine angenehm kurz zu lesende, ja, klassische Karte. 4 Mana, ein 3-2er, der einen 1-1er mitbringt, ist deutlich besser als ein 4 Mana 4-3er, ist eigentlich auch oft besser als ein 4 Mana 4-4er, aber es kommt ein bisschen aufs Deck an, aber wenn man irgendwas hat, was man noch aus dem Token rausholen kann, indem man zum Beispiel Equipment hat oder indem man das opfern kann. Oder Elfensynergie. Oder Elfensynergien hat oder so, dann steigt die Karte direkt in Value mit für ein Go-White-Deck. Grün-Weiß sieht so aus, als wollte es so ein, hätte es so ein gewisses Go-White-Thema, wo man einfach möglichst Karten spielen möchte, die mehrere Kreaturen erzeugen. Dann ist das eine ziemlich solide Karte dafür. Und aber auch für einfach generell, würde ich auch mal sagen, für ein defensives Deck auch nicht verkehrt, zwei Buddies zu bekommen, mit denen man mal irgendwie jumpen oder gut blocken kann. Sieht mir nach einer ganz netten kleinen Common-Mischung aus. Ja, ja, ist, denke ich, eher auf der füllerigen Seite. Das Programm stimmt hier. Ist ganz gut, wenn man hinten ist auch, weil man eben zwei Blocker bekommt. Da hat man ein bisschen Flexibilität, beziehungsweise Gegner hat schwerer, die loszuwerden, als wenn es nur eine Kreatur ist. Wenn man vorne ist, wünscht man sich vielleicht manchmal den 4-3er lieber, weil der besser durchkommen würde. Aber ich denke, dass insgesamt passt das Ganze. Ich weiß nicht, also 3 minus? Oder was würdest du sagen? Also wenn ich Synergien habe, dann geht die bestimmt ein bisschen hoch. Aber ich glaube, so Baseline würde ich sagen 3 minus. Ich vertraue der Karte mal, dass die hier genug Synergien hat. Und es ist immer ein schönes Value, ein 3-2er und ein 1-1er dazu zu bekommen. Also ich gehe da auf eine solide 3 hoch, aber kann auch sehen, dass die in einigen Decks eher wie eine 4 plus wirkt. Im Vakuum betrachtet, wenn du jetzt die rote, die 2-1er machen würde, vergleichst, wen hättest du lieber? Also ich meine, jetzt ist auch noch Fortell. Ja, das stimmt, das ist ein guter Einwand. Ich weiß es gar nicht, welche von denen ist dann besser. Ich glaube, die Zwerge sind ein bisschen besser, zumindest. Ja. Aber ich meine, die haben Fortell, allein dadurch sind sie, glaube ich, schon besser. Ja, ich denke mal, das Fortell macht sie ja aus, ja. Ja, okay, von mir. Na gut, dann muss ich dem wohl, wenn ich den Zwergen eine 3 minus gehe, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber die hampeln ungefähr im selben Bereich rum. Okay. So, da sind wir beim grünen Creature Equipment quasi. Also Elven Bow. Für ein grünes kriegen wir ein Equipment. Ist eine Uncommon. When Elven Bow enters a battlefield, you may pay 2. And if you do, create a 1-1 Green Elf Warrior Creature Token. Then attach Elven Bow to it. Equipped Creature gets +1/+2 and has Reach. Und equippen können wir das Ganze für 3. So, da haben wir jetzt das letzte Stück des Cycles. Und jo. Ich glaube, das ist das Unliebste in meinen Augen. Ist aber auch wieder jammern auf einem hohen Niveau, denn der ganze Cycle ist richtig super. Hier haben wir quasi als Baseline einen 2-3er mit Reach und einen 2-3er mit Reach, der einen 1-2 Equipment, was Reach gibt, zurücklässt. Das ist schon wunderbar und
ja, jetzt vergleich das mal mit, hieß sie Arachnoform? Oder wie ist sie? Mhm. Ja, da ist die hier ungefähr 1000 Mal besser. Ja, das Entscheidende ist natürlich einfach, wir bekommen für 3 Mann 2-3er Reach-Kreatur. Die willst du in den meisten Decks, würdest du die eigentlich nicht spielen wollen. Ist ein bisschen understated und ist ein bisschen situativ, ob die gut ist. Aber wenn du eben das Beste von der Karte plus 1, plus 2 und Reach einfach umequippen kannst oder dann woanders hin machen kannst, wenn dein 2-3er stirbt, dann ist das eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Selbst wenn die Equip-Kosten ein bisschen hoch sind, kann ich sehen, dass du die Karte nicht haben willst, wenn du grün spielst, so. Also die zieht mich jetzt nicht unbedingt direkt in grün rein, nee. Aber wenn ich grün bin, dann bin ich echt froh, die zu haben. Ich glaube, ich würde auch direkt mal hier mit einer 3 Plus anfangen, denn wir haben den anderen Equipment, anderen Equipments aus dem Cycle eine 2 Minus, glaube ich, so mindestens gegeben. Mm. Und hier sehe ich dann wirklich eher die 3 Plus. Die spiegelt ganz gut wieder, wie ich diese Karte sehe. Wenn ich in grün bin, nehme ich die gern mit. Ja, ist halt natürlich im On-Curve nicht so gut, ne? Ja. Und ist dann sehr, sehr teuer. Es kostet Tempo, das auszurüsten, und es kostet dich ein bisschen Tempo, einen understateden 3, also 3-Drop zu spielen, aber sobald es halt ein bisschen stallig wird und es ein bisschen aufs Late-Game zugeht, wird die Karte halt richtig gut sein auch. Und ich befürchte halt immer noch, dass wir immer noch unterschätzen, wie unglaublich dominant dieses Equipment ist, was eine Kreatur mitbringt. Von daher gehe ich auf eine 2-, aber auch deshalb, weil ich glaube, dass ich die anderen Equipments noch zu schlecht eingeschätzt habe. Ich glaube, ich bleibe bei einer 3+, weil 3 Equip für plus 1, plus 2 und das Reach vernachlässige ich jetzt mal ein bisschen, ist nicht so lecker. Also wenn das 2 wäre, würde ich hier auch auf die 2- hochgehen, aber 3 ist recht teuer für diesen oft nicht so unglaublich relevanten Stat-Bonus, der eher zum Blocken gut ist. Mhm. Ja, stimmt schon. Und das schränkt die Karte so ein bisschen mehr ein. Aggressive Decks wollen die, denke ich, nicht unbedingt haben. Und deswegen fühlt die sich wie im Vergleich zu den anderen Equipments, denke ich, ein bisschen wie eine defensivere Karte an. Also Reach ist ja auch ein rein defensives Keyword. Aber die blaue nicht, oder was? Nee, 4-5er mit Hexproof quasi. Ja, aber der gibt ja plus 0, plus 1 und ja, aber ich habe lieber für 5 Mana einen 4-5er Hexproof als für 3 Mana einen 2-3er Reach. Ja, ja, das stimmt. Aber ich will ja nur sagen, das Equipment hier vorne ist schon meistens relevanter. Als jetzt das Blaue jetzt? Ja. Ja, das Blaue ist halt nerviger, ne? Ja. Ja, aber für mich bleibt es bei einer 3+. So, Elfisch geht es weiter mit Elfisch Warmaster. Ja. Für 1 und ein grünes gibt es einen Elf Warrior in Rare, ein 2-2er. Whenever one or more other elves enters the battlefield under your control, create a 1/1 green elf warrior creature token. This ability triggers only once each turn. Und eine aktivierte Fähigkeit für 5 und 2 grüne. Elves you control get +2/+2 and gain death touch until end of turn. Ajo. Also, das ist ja mal ein relevanter 2-Drop, würde ich mal sagen. Also ein sehr cooles Payoff für Elfen hier. Sehr schön auch, also ist ein 2-Drop, der mit 2-2er-Stats okay dasteht. Eine Fähigkeit hat, die aber uns on-curve dann hilft, wenn wir noch mehr Elfen raushauen und eigentlich dann im Optimalfall jede Runde sogar ein Elf rausballert und dann am Ende mit 7 Mana für uns das Spiel beenden kann mit +2/+2 und das Death Touch ist natürlich auch sehr schön, denn wenn wir unseren ganzen 1-1er-Elfen +2/+2 geben, dann wird das oft nicht so reichen, aber Death Touch ist sau eklig, dann muss der Gegner schon traden oder nimmt halt doch ziemlich viel Schaden. Ist ein ziemlich gutes Payoff, dafür Elf zu sein. Ne? Also das, wenn ich das jetzt mal so kurz mir überlege, in welchen Farbkombinationen das wie funktioniert, in Blau-Grün habe ich noch die Changelinge zu den grünen Elfen dazu, die den triggern können, in Schwarz Grün, das ist die Elfenfarbe und in Grün-Weiß habe ich jetzt nicht durch Weiß extra Sachen, aber Grün-Weiß ist dieses Go-Wild-Deck, was also ihn vermutlich noch am allerliebsten spielt. Das glaube ich gar nicht. Oder sagen wir mal, vielleicht durch irgendwelche mehr Pump-Effekte und sowas eben noch mehr aus diesen 1-1ern rausholen kann. So würde ich das vielleicht eher sehen. Aber er ist selber eben auch allein schon ein Go-Wide-Payoff für Elfen. Ja. Also ich sehe, dass der
eigentlich jedes grüne Deck nur noch umso besser macht. Würdest du den First picken? Ich denke mal schon. Ein Two-Drop, der so viel Board-Impact schaffen kann, der ist für mich schon ein First-Pick wert. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt erwarte, dass ich in jedem Spiel die untere Fähigkeit aktiviere. Mhm. Aber ich brauche nicht viele Elfen, bis der richtig abgeht. Wenn ich von dem ein oder zwei Elfen bekommen habe, ey, dann bin ich schon sauglücklich. Das stimmt, ja. Das ist auch ganz schön. Im Worst Case kann man es ja auch quasi so sehen, wie es ob er einfach ein 2-Mana 2-2er wäre, der sich später im Spielverlauf mit der Fähigkeit selber plus 2 und Death Touch geben kann. Mhm. Also das macht ihn, selbst wenn man nicht ultra viele Elfen hat, was ja eigentlich der Optimalfall wäre, macht ihn dann im späteren Spielverlauf nochmal relevant. Ja, bei notentechnisch finde ich den auch wieder schwierig. Eigentlich, ja, ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, den zu First picken. Dann müsste er ja eigentlich schon im Zweierbereich sein. Auf jeden Fall. Also das finde ich, ich würde dem, glaube ich, eine 2 plus geben, oh, weil er einfach diesen, weil so build-aroundig ist der, glaube ich, nicht, wie ja, ich das eben auch schon angedeutet habe. Und ein Two-Drop, der so viel Impact machen kann, der ist einfach viel wert. Ich meine, wenn wir dem Clarion Spirit, haben wir doch auch eine 2 plus gegeben, oder? Haben wir dem nur eine glatte 2 gegeben. Wer war das? Der Clarion Spirit, der die ganzen Geister macht, wenn du Double Spells. Eine 2 plus haben wir dem, glaube ich, nicht gegeben. Nee? Also die sehe ich ungefähr auf gleichem Niveau an. Der hat vielleicht, ja, der triggert ein bisschen öfter, macht dafür aber keine Flieger, hat dafür aber auch noch die Fähigkeit. Ja, also in der Vergleich. Aber 2 plus ist für mich definitiv, der zieht mich schon wirklich sehr stark in Grün und wird vermutlich eine der besten Karten im Deck sein. Ich würde ihm nur eine 2 geben und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der teilweise nicht richtig performt. Aber kommt halt wirklich dann auf die Dichte an Changeling und so an. Mhm. Aber ich würde jetzt mal bei einer 2 starten und dann... Ja, Potenzial ist absolut da. Wie gesagt, super relevanter 2-Drop. Von daher gehe ich gerne mal auf die 2+, auch wenn ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster lehne. Heute bin ich anscheinend einfach immer eine halbe Note über Fabi. Ja. Ist halt so. Ich habe schon andere Karten, die ich viel besser fand, eine 2+ gegeben. Deswegen da sehe ich ihn absolut nicht. Okay. Ja, das stimmt. Ja, du hast recht. Ich meine, die Eradicator Valkyrie haben wir nur eine 2+ gegeben. Das war vielleicht auch ein Fehler. Okay, wir geben dem eine 2. So, hier haben wir Ezika, God of the Tree. Also jetzt hier ein grüner Gott. Für 1 und grün-grün kriegen wir einen Gott. Ist eine Mystic mit 1-4er Stats, Vigilance und add 1 Mana of any color. Und other legendary creatures you control have Vigilance and tappen add 1 Mana of any color. Okay. Und weil das natürlich noch nicht reicht, bei den Göttern gibt es noch Classic. Die Rückseite. Und diese ist ein Legendary Enchantment, was wir für Weiß, Blau, Schwarz, Rot und Grün, also einmal Wuburg, die komplette Palette, rausfeuern können. Und das ist die Prismatic Bridge. Und die besagt, at the beginning of your upkeep, reveal cards from the top of your library until you reveal a creature or planeswalker card. Put that card onto the battlefield and the rest on the bottom of your library in a random order. So. Ja. Also erstmal wieder zurück zum Gott. Und ich bin ganz froh, dass der relativ einfach ist im Vergleich zu den anderen. Und wenn wir jetzt einfach mal die Baseline angucken, 1 grün-grün für einen 1-4er Vigilance, der für einen Mana von jeder Farbe tappt. Das sieht ganz solide aus, aber das sieht, könnte auch eine Common sein, würde ich an der Stelle sagen. Die halt rampt. Am liebsten haben wir unseren Ramp auf 2 Mana oder 1 Mana. Jetzt haben wir ihn hier auf 3. Da sind wir also sind wir immer noch zufrieden mit, aber jetzt nicht so glücklich, weil es ja Doppelgrün auch kostet. Aber auf einer defensiven Kreatur, 1-4. Vigilance hilft der Karte nicht unbedingt so gut dabei anzugreifen, es sei denn, das Board ist leer, aber. Ja. Ja, das Vigilance ist, glaube ich, auch nur, weil sie den anderen Legendaries ja auch Vigilance gibt, damit das irgendwie zusammenpasst. So, und jetzt kommen wir zu dieser Klausel. Es gibt zwar ziemlich viele Legendary Creatures, allerdings sollte man da jetzt auch, glaube ich, nicht von ausgehen, dass man da unbedingt Value mitmacht. Die meisten legendären Kreaturen greifen zum Beispiel auch ziemlich gut an. Wobei, das könnt ihr ja mit Vigilance sogar. Also hier kommt jetzt aber meine Vermutung, also dass die Karte ist ja auch so gedacht, dass ich mir wirklich so ein grün-basiertes Multicolor-Deck nehme und da und mir dann zum Beispiel die ganzen Legendaries vielleicht auch aus den anderen Farben noch so nehme als Payoff quasi dafür, die Bomben so, dass ich
dass ich halt 5 Farben drafte oder so. Also, klar, das muss man alles bedenken, wenn man die Karte beurteilt, auch zum Draften oder so. Aber ich schätze mal, das ist so ihr angedachtes Zuhause. Und dann macht das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn. Schätze ich mal. Die erste Bombe, die du splasht, hilft dir, die nächste Bombe zu ja, ich, zu aber splashen. Aber das ist halt auch nur eine Karte, da kann man, glaube ich, nicht ganz drum rumbauen. Ja, ja, viel, absolut. Fixing und so haben. Das muss dein restliches Deck auch supporten. Ja, ich glaube, ich würde der Frontseite so, wäre das, glaube ich, eine 3+. Ja, wäre gut. Weil einfach Fixing ist gut und hilft dir halt auch, wirklich deinen Mana zu treffen. 1-4 ist relativ schwer zu beseitigen, in dem Set ein Stück einfacher als sonst. Wegen dem guten roten Removal. Also gehen wir jetzt mal zur anderen Seite. Und hier fangen wir schon mal an mit den schwierigsten, also welchen der schwierigsten Mana-Kosten im Set. Und zwar eins von jeder Farbe. Und der Effekt, dass man dann immer eine Creature oder Planeswalker raushauen kann, ist natürlich schon ziemlich geil. Leider muss man auch eine Runde warten dafür. Ja, aber dafür kommt die sofort raus. Ne? Es ist ja halt nicht nur auf die Hand, sondern sofort auf the Battlefield. Ja klar, sonst wäre es auch schrecklich. Also es wäre ja einfach nur... Zieh ein Spell, der was macht. Also die Seite ist auf jeden Fall schwer zu bewerten, weil wegen den Mana-Kosten kriegt die einige Abzüge, sag ich mal. Ja, definitiv. Wenn die einfach farblos spielbar wäre, dann wäre die vermutlich oberer Zweierbereich mindestens. Aber ist sie halt nicht. Und ja, also ich glaube, so würde ich der Karte dann auch eine... Eigentlich so eine Build-Around ist direkt, ne? Also, weil du musst ja halt die Farben sein. Natürlich, also Wuburg ist sick, das kriegt ihr auch nicht in Runde 5 raus. Also Glückwunsch also an euch, wenn ihr das schafft, aber. Ich finde die Karte cool, weil die so eben diesen Multicolor-Archetype verkörpert. Allerdings, wenn man da nicht drin ist oder nicht Bock drauf hat, dann hat sie so mäßigen Nutzen, deswegen würde ich da, glaube ich, insgesamt nur eine 2- geben. Ja, also bin ich total dabei, aber mir gefällt die Karte total gut, was die sagt, wozu die uns auffordert, das gefällt mir richtig gut. Ich finde das Artwork auch wunderbar, ist super toll, wie sie dieses Regenbogen-Polarlicht da mit ihren Händen wirkt. Hammer, geil. Also, wie gesagt, 3+, aber in meinem Herzen ist das eine 1. Ja, nee, nicht, also ich habe insgesamt eine 2- gegeben. 2-, ja, okay. Genau, sorry. So. Seeker's Chariot. Für 3 beliebige und ein grünes Mana bekommen wir ein Legendary Vehicle in Rare. When Seeker's Chariot enters the battlefield, create 2/2 green cat creature tokens. Whenever Seeker's Chariot attacks, create a token that's a copy of target token you control. Das Vehicle hat 4/4 an Statuswerten, wenn es denn mal gecrewt ist und die Crewkosten sind 4. Okay, also wir würden jetzt mal als mittlerweile geschulte Vehicle-Fahrer, würden wir ja mal sagen, 4/4 mit Crewkosten 4 sieht ja wirklich... Da würden wir sagen, durchgefallen. Furchtbar, ja. Das ist absolut unspielbar. Aber das Ganze bringt ja ein Board mit. Aber wenn wir das anders betrachten, als vielleicht ein 4-Mana 4/4er, der 2/2/2er ausspuckt... Mhm. Oder sowas in die Richtung. Bisschen schwierig, das zu framen. Aber ja, für 4 Mana, für 2/2/2er Kätzchen, würde ich direkt sagen, bin ich am Start für. Ist eine gute Go-Wide-Karte. Also wenn man, sobald du Equipment hast, und sieht aus, als würde fast jedes Deck hier Equipment haben können, werden die Tokens dadurch schon mal viel besser. Und dazu ist dann das Vehicle selber auch nochmal ein Token-Payoff. Also man kann das Vehicle ja auch ein bisschen als Flexibilität sehen. So sagen wir einfach, eine Karte, die 2/2er machen würde, wäre ja solide. Die würden wir spielen. Ja, aber genau. Jetzt kriegen wir hier dazu noch eine Alternativform, weil man kann ja mit den 2/2ern angreifen. Man kann aber auch mit dem Vehicle angreifen. Man kann die zum Beispiel auch mit den Tokens das Vehicle crewen und bringt nicht die Tokens in Gefahr, sondern einfach nur das Vehicle. Das geht ja auch zum Blocken. Und das wäre ja so wie ich das auch spielen wollen würde, was mir die Karte ja auch sagt. Ne? Du willst mit mir... Nächste Runde, wenn du nichts Sinnvolleres rumliegen hast, dann tapst du die beiden Kätzchen und cruist das hier, greifst an, machst ein neues Kätzchen, tradest vermutlich den Chariot weg. Ja. Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich gewonnen und kriegst noch mal ein Kätzchen als Belohnung dafür. Also, apropos Kätzchen als Belohnung, das hier finde ich gerade ziemlich viel Haare. Ja, ich weiß. Fliegen hier gerade derbe rum. Hat auch keinen Sinn, hier zu staubsaugen in dem Zimmer. Ja.
Ja, das ist eine gute Karte, einfach so, ne? Also das Vehicle sieht ein bisschen blöd aus, aber wenn man dann guckt, was es mitbringt, dann das fährt ja von sich schon. Oh, guck mal, wie süß die Kätzchen da in dem Vehicle rumschlummern. Das ist ja. Das ist natürlich jetzt die wichtigste Frage. Wenn diese Katzen mit dem Vehicle fahren, ist dann so, dass eine zieht und die andere schläft hinten drin? Oder ziehen beide und niemand steuert und die überrumpeln einfach? Ich glaube, die schlafen beide rein. Die schlafen beide hinten drin. Okay. Ich kenne meine Kätzchen. Ja. Das ist eine ziemlich coole Karte. Der Copy-Effekt targetet ja im Normalfall die Katzen-Tokens, aber kann auch andere Sachen kopieren. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Treasure draußen habt und noch unbedingt eins braucht, dann macht er euch einfach noch einen Treasure mehr. Also ihr habt da eine ziemlich gute Flexibilität, wenn ihr viele Tokens habt. Ja, klar. Oder falls ihr irgendeine Copy von irgendwas habt, da gibt es jetzt auch Copy-Tokens im Set. Da kann man richtig viel Blödsinn mit anstellen. Was mir jetzt so aus Kamen und Ankamen direkt noch einfällt, sind ja die 2-2er Zombies, die 4-4er Engel, davon gibt es einige in Weiß, verdammt. Dann gibt es die 4-4er Giants. Stimmt, ja. Also, ein paar gute Ziele. Aber die Sache ist halt, selbst wenn ihr nur ein weiteres Kätzchen macht, und wer will nicht noch ein weiteres Kätzchen, dann ist das schon eine brutale Karte, muss ich sagen. Also, ja, um nochmal kurz auf den Anfang zurückzukommen. Also ist ja, irgendwo ist es quasi ein 4-4er, der, wenn er angreift, einen 2-2er macht, der immun ist gegen Sorcery Speed Removal irgendwo. Ne? Das also auch noch, ja. So ein bisschen. Also wenn Boardwap kommt und die Katzen weg sind, dann hat man immer noch das Chariot und das ist eine Option mehr. So, also natürlich fehlen die Tokens dann, aber so, es lässt was da, was Value ist. Und ich, also wir haben hier auf jeden Fall eine 2, das bringt ja eine Board State direkt mit. Ich denke, das ist auch eine 2+. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht würde sich das häufiger sogar wie eine 1 spielen, aber also wenn dieser Chariot mal richtig zum Rollen kommt und ihr dann da, was weiß ich, Backup Removal habt, um wirklich auch noch mal durchzukommen oder so, dann gerät das völlig außer Kontrolle und die Kätzchen völlig außer Rand und Band. Also da gibt es nichts dran zu lieben. Nichts dran zu lieben? Nichts dran, nicht zu lieben. Verzeihung. Okay, besser. So, als nächstes haben wir Finn the Fangbearer. Ist ein Human? Für eins und ein grünes haben wir einen Human Warrior, der ist sogar Legendary und ist nur eine Uncommon. Und er trumpft auf mit 1-3er Stats und Death Touch. Und das ist der Punkt, wo wir langsam anfangen schon zu applaudieren. Aber es geht noch ein Stück weiter. Whenever a creature you control with Death Touch deals combat damage to a player, that player gets 2 Poison Counters. Und Poison Counters sind ein Relikt aus der Geschichte von Magic. Und die funktionieren wie folgt. Wenn ein Spieler 10 davon gesammelt hat, dann wird er belohnt und verliert das Spiel. Und das ist auch die einzige Karte im Set, die diese Mechanik zurückbringt. Man kann es aber so sehen, wie jede Death Touch-Kreatur macht quasi ein Fünftel des Lebens Schaden eigentlich, ne? Also sie macht ja direkt 2 und ab 10 ist Sense. Ja. Und ja. Also, aber kümmert sich eben nicht darum, wie viel Power die Kreatur mit Death Touch wirklich hat. Ne? Das wäre mit Infekt so, aber da müssen wir jetzt eigentlich, glaube ich, auch nicht drauf eingehen. Nee, das ist auch zu lang her. Müssen wir nicht. Aber allein, also ich persönlich bin schon mit 1-3 Death Touch ziemlich glücklich. Ja. Also ist nicht sonderlich aggressiv aufgestellt, aber durch die Fähigkeit ist er dann irgendwie doch schon wieder gruselig im Angriff. 2-2er tot, blockt 2-4er tot. Blockt alles tot. Blockt. Ja, aber überlebt dabei auch noch. Also deswegen ist er so viel besser als ein 1-1er oder ein 2-2er Death Touch oder so. Also ein 1-3 Death Touch ist schon echt. Am besten gibt er dem Double Strike, dann macht er direkt 4 Counter. Ihr muss natürlich nicht sein. Aber die Baseline ist hier so gut, dass ich da schon sehr glücklich bin. Und vielleicht schafft man es so, mal ein bisschen andere Death Touch-Kreaturen zu haben. Das sollte aber nicht das Ziel sein. Ja, also dieser, ich glaube nicht, dass wir damit jemals das Spiel gewinnen. Nee. Das Problem ist auch, selbst wenn der Gegner 8 Counter hat und danach Finn umbringt, dann ist die ganze Aktion eigentlich schon beendet. Denn wenn Finn nicht auf dem Feld ist, dann sind die Poison-Counter egal, weil es gibt keine andere Quelle außer Finn, die dafür sorgt, dass irgendjemand hier einen Poison-Counter verteilt. Ja. Spielt den einfach als einen 1-3er Death-Touch, der dem Gegner Unbehagen bereitet. Und da sind wir, denke ich, dann auch schon im Zweierfeld
zwei Minus? Ja, ich denke mal, zwei Minus kann man schon noch geben. Ja. Stimmt selber immer noch bei ziemlich viel. Wird wahrscheinlich häufig so kommen, dass man nachher doch einfach nur gegen einen 3-3er tradet oder sowas. Ja. Und damit sollte man auch zufrieden sein, dass der Two-Drop einfach alles wegblocken kann, was man möchte. Was hier noch ganz schön ist und was öfter auch bei Death-Touch-Kreaturen passiert, was man manchmal übersieht, die stallen das Board unglaublich gut, weil der Gegner zum Beispiel mit seinen großen Kreaturen nicht rein angreifen möchte, obwohl das eigentlich mal wegtraden sollte. Und es kann sein, dass so eine Death-Touch-Kreatur dir sehr viel Leben gibt im Laufe des Spiels, weil sie einfach sehr viele Angreifer zurückhält. Mhm. Und hier haben wir eine der seltenen, würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen, seltenen Szenarien, dass die Death-Touch-Kreatur 3 Toughness hat, was ein bisschen schwerer ist zu removen ist. Also dann darf noch ein kleiner Bonus im Vergleich zu anderen Death-Touch-Kreaturen, die meisten sind ja eher klein geraten. Oder der Gott des Todes und 6-6er, aber einfach eine sehr gute Karte, die den 2-Drop-Slot sehr schön füllen kann in jedem Deck. Okay, Glittering Frost. 2 und ein grünes für ein Snow Enchant mit einer Aura in Common, die sagt Enchant Land. Enchanted Land is Snow und whenever Enchanted Land is tapped for mana, its controller adds an additional 1 mana of any color. Okay, also das heißt, wir spielen das auf dem Land drauf und das tappt danach für das Mana, für das es vorher getappt hat, aber auch noch für ein zusätzliches Mana, was wir uns dann jeweils aussuchen können. Also ist flexibles Fixing in der Hinsicht, das muss und man sich jetzt nicht aussuchen, wenn man das Glittering Frost ausspielt. Und beide sind Snow, beide Mana, die es macht. Genau, genau. Und das wird vermutlich auch der Grund sein, warum man Glittering Frost pickt, denn das Snowdeck, das hat wirklich Bock da drauf, so 2 bis 3 Snowmana zu aktivieren für die richtig starken Karten. Außerdem gibt es die besten oder welche der besten Snow-Fähigkeiten kosten Doppel-Snow-Symbole. Und das haben wir hier quasi direkt. Hab ich eigentlich gemeint. Achso. Hast du was anderes verstanden? Was hast du denn verstanden, was ich gesagt habe? Ich dachte, du meinst einfach allgemein, dass die Snowdecks sehr froh sind, da mehr Snowquellen zu kriegen. Ja, ich wollte nur auf die Ich meinte auf die aktivierten Fähigkeiten, weil da fällt mir jetzt schon in Grün kommt noch gleich ein Troll mit einem Doppel-Snow-Effekt. Und wir hatten ja auch diese Blizzard Valkyrie in Schwarz. Hailstorm Valkyrie. Ja, nee. Aber die hat auch Doppel-Snow. Aber wir hatten hier Avalanche Call-Up, obwohl das jetzt nicht der Top-Dings ist. Aber wir hatten auch den Ascendant Spirit zum Beispiel, der braucht Avalanche Caller Snow-Aktivierung. Braucht doch gar kein Snow, oder? Also macht nur Snowland. Ja. Klar. Aber das macht das Land ja auch zu Snow. Und was hier noch ganz wichtig ist, ihr kriegt 2 Snow Permanents zum Preis von einer Karte quasi. Also es gibt ja mehrere Karten, die gucken auf Snow Permanents, zum Beispiel der grüne Fight-Effekt. Mm-hmm. Und die haben wir direkt schon 2 von 3 gegeben und das mit nur einer Karte, die eigentlich Snow ist. Also weil sie ja das Land selbst Snow macht. Fehlt jetzt nur noch ein weiterer Snow Permanent und zack haben wir unsere 3 erreicht. Auch für den roten Creature Shock fürs Upgrade notwendig. Gut, und wenn wir jetzt mal das ganze Snow-Gedöns außen vor lassen, denn das ist ja eine Art Effekt, den sehen wir eigentlich auch immer wiederkehrend als Common in Draft-Sets. Ja. Dann ist das eine Karte, die einfach nur rampt, also die macht nichts außer euch zusätzliches Mana zu produzieren, von daher sollte man sich schon sehr sicher sein, normalerweise sollte man sich sehr sicher sein, dass man auch teure Spells hat oder vielleicht noch Card Draw hat, um das ein bisschen wieder auszugleichen, weil das streng genommen Card Disadvantage ist, den ihr damit eingeht, um Tempo zu gewinnen, früher teure Sachen ausspielen zu können, überhaupt mal zu euren 7-8 Mana Spells kommen zu können. Das sind so die normalen Sachen, die dafür zählen. Ich vermute aber, dass es hier noch ein bisschen besser ist halt, weil wirklich für die richtig guten Snow Payoffs das so kritisch ist, wie du schon gesagt hast, dass die 2 Snow Permanents sind und dass man direkt 2 Snowmana aus den aktivierten Fähigkeiten bezahlen kann. Also dass das eine Karte ist, die einfach euer Deck zum Laufen bringt, euer Snowdeck richtig zum Laufen bringt. So. Ich finde deine Bedenken allerdings sehr. Also, ja, ich denke, sie wird ganz gut performen. Einfach wegen, weil im Snowdeck zumindest. Ja. Und es gibt auch sehr viele aktivierbare Fähigkeiten im Set, sodass man mit viel Mana auch was anfangen kann. Was man aber auch bedenken soll, was du auch angeschnitten hast, ist, das hier ist quasi Card Disadvantage. Das heißt, wenn man das jetzt topdeckt, dann ist es vermutlich so wertvoll wie ein Land. Also im späteren Spielverlauf ziemlich wertlos.
Und bevor ihr jetzt euer Deck vollballert mit Glittering Frost, auf jeden Fall nochmal nachzählen und eventuell eine Mana-Quelle vielleicht sogar runtergehen oder einfach eins weniger spielen. Denn wenn ihr nachher nur noch Ramp-Karten zieht, die nichts anderes machen, dann verliert ihr einfach das Spiel mit sehr viel Mana und das fühlt sich nicht so gut an. Mhm, ganz genau. Ja, wenn wir zu einer Note kommen... Oh, das ist so schwierig einzuschätzen, ja. Weil das kommt drauf an, es sieht ja so aus, als würde Grün wirklich hart auf dieses Snow-Thema gehen. Und dann sehe ich das halt als wirklich eine Karte, die erst die ganze Synergie zum Surren bringt und kann mir vorstellen, dass sie ziemlich wichtig ist. Ich glaube, es ist auch eine der einzigen Ramp-Karten, oder? Also es gibt in Kam, also jetzt, ich rede jetzt von Kam und Ankam. Ja, klar. Aber gibt's eine Nicht-Snow-Karte, die rampt? Also es gibt noch diesen Elf, der Snowlander enttappt. Ja, auf den kommen wir zu sprechen. Der ist auch eine famose Kombo. Aber mit sonst gibt's, glaube ich, kein Ramp im Set. Ja, das kann sein. Das kann wirklich sein. Bis halt auf die... gibt den Replicating Ring noch. Ja. Aber der, das halt auch nur Ankam. Der Mana macht. Ja, genau. Also nur in Ankam fällt mir noch was ein. Ja, ja. Okay, also ja, wir haben hier, und das ist ja so ein bisschen... eigentlich schon selten, aber wir haben hier einen der einzigen Ramp-Spells in Grün. Ne? Und der andere Ramp-Spell ist auch nur im Frost-Deck. Also wenn ihr wirklich Ramp spielen wollt, dann müsst ihr anscheinend so ein bisschen Snow mitnehmen. Ja, also wenn ihr das braucht, dann wisst ihr, denke ich, auch Bescheid. Also wenn ihr die Karte spielt, dann hoffentlich auch mit ein bisschen Snow-Synergien. Wenn ihr in Grün seid, sollten die auch gegeben sein. Und genießt das Ganze mit Bedacht. Packt nicht zu viele rein, sonst bleibt ihr drauf hängen. Wenn ich jetzt eine Note im Vakuum geben müsste, wäre das, glaube ich, so ein 3-, 4+. Im Snowdeck kann man das dann ein Stück höher bewerten, aber... Das ist schon fast Build-Around, was man hier sagen muss zu der Karte. Also, wie gesagt, normalerweise dieser Effekt kostet 3 Mana und gibt noch irgendeinen Zusatzeffekt, irgendwie ein bisschen Leben dazu, ein +1-Counter auf eine Kreatur oder was auch immer und war immer so ein bisschen meh, es sei denn, du hast wirklich richtig gut irgendwie... dein Ramp-Deck zum Laufen gebracht, aber ich schätze mal, dass hier ist eine Frost-Build-Around. Ja, Snow, man hat ja auch nicht, Snow-Build-Around. Wenn es nur 2 Ramp-Spells gibt, dann haben wir hier auch, sind wir ein bisschen alternativlos. Das heißt, wenn wir unbedingt Ramp wollen, dann müssen wir wohl zu Glittering Frost greifen. Ja, und ermöglicht Multicolor, ne? Ja. Ja, deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich auch sagen würde, in super vielen Decks ist das eine 4. Ja. Aber für das Snowdeck ist es vermutlich essentiell lebenswichtig und sollte sogar früh gepickt werden, wenn ihr irgendwie mit einer starken Snow-Payoff irgendwie anfangt als First Pick und dann als nächstes ein Snowland nehmt, als nächstes Glittering Frost. Also ich glaube, da muss man schon richtig reingehen, richtig deep Snow draften und dann wird das wichtig sein, die zu nehmen. Dann wird die immer besser, das stimmt. Ja, also schwierig. An der Stelle noch. Die Mini-Kombo, wenn das... Es gibt ja eben diese grüne Common für 2 Mana, die Snowlander enttappt. Und die macht dadurch quasi dann 2 Mana statt einem. Denn wenn man das verzauberte Land enttappt, dann kann das ja nochmal 2 machen. Ja. Also das ist so eine Mini-Kombo, die einen dann noch ein Stück besser rammt als normalerweise. Haltet die im Kopf, wenn ihr jetzt sehr viele von dieser Kreatur gedraftet hat, die halte ich nämlich für um einiges besser mainboardbar, ohne viele Bedenken, weil die Baseline besser ist. Ja. Dann könnt ihr so ein Glittering Frost gut mal mitnehmen und eine Runde abgehen. Genau. So. Gnotwold Recluse für 2 und Grün. Ich glaube nicht, dass das so ausgesprochen ist. Wie spricht man es denn aus? Gnotwold Recluse. Gnotwold, okay. Also Gnotwold Recluse für 2 und Grünes kriegen wir hier eine Spider in Common. Die hat Reach und ist 4-2. Also eine umgedrehte Giant Spider. Für ein Mana weniger. Für ein Mana weniger, ja. Gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut für die Reach-Creature in Grün. Das ist ja normalerweise eher so eine 1-4er für 3 mit Reach, was du selbst in einem defensiven Deck manchmal ungern maindeckst. Aber 4 Damage, das wuchtet richtig rein. Und auch in der Defensive habe ich 4 Power richtig gerne, weil das Teil tradet halt mit diesen verfluchten Angel-Tokens zum Beispiel. Und ja, insgesamt gefällt mir das. Ist definitiv eine Füller-Karte, aber gefällt mir ganz gut so von Stats und Ability her. Tradet auch mit dem Raben in Blau. Auch mit dem Drachen in Rot, im Mystic. Stimmt. Ja. Verdammt. Aber nicht mit dem, mit der Bose-Typen, der einen 5-5er-Drachen macht. Aber gut.
Ansonsten gibt es ja noch Spirit Tokens, einige, die einfach gestoppt werden von der. Ja, das gesagt. Das ist schon eine coole Spider. Wie gesagt, wir kriegen eigentlich in jedem Set so eine Spider. Die sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. So ja, ich finde sie cool und die ist um einiges interessanter so für mich als Main-Deck-Karte als sonst. Ja. Aber toll ist die auch nicht, oder? Ich schmeiß jetzt mal so eine 3-Minus ins Netz. Ja, 3-Minus können wir da geben, ja. Die war sonst eher so ein Vierer-Kandidat. Und hier, denke ich mal, kann man da mal auf solide spielbare Level hochgehen. Also es kann sein, dass sie eher so eine 4-Plus ist, aber ich denke, die passt halt in Control-Decks und in aggressive Decks rein, weil die Stats eben einen guten Trade geben in der Defensive und einen ziemlich guten Angriff, einfach vom Schaden her in der Offensive, wenn man da was wegfetzt. Ja, das gesagt, ich kann mir halt auch vorstellen, dass viele Decks als Füllerkarten lieber dann irgendwie ihren spezifischen Kreaturentyp haben, der von ihren Rares und Uncommons unterstützt wird, sozusagen. Okay, ich gehe auf 4-Plus runter. Ja, ich will trotzdem nur 3-Minus geben, weil das ist echt mal nett irgendwie. Einfach nur, weil es nett ist. Es war auch unnötig, die Spiders davor so doof zu machen. Die ist mal richtig nett. Dann bleiben wir beim Thema quasi, dass ich immer eine halbe Note drunter bin. Ach, fuck. Grizzled Outrider für 4 Mana und ein grünes haben wir einen 5-5er Elf Warrior in Common. Du hast den Text vergessen, was stimmt. Da steht ja nichts. Keinen Text, außer den Flavortext. Ja, ich hatte ja am Anfang angekündigt, dass es in dem Set keine Vanillas gibt, also Kreaturen ohne Text. Habe ich mich wohl vertan, es gibt diese eine Karte. Sag mal, was denkst du eigentlich, weil Vanilla, ich finde das ja eigentlich einen schönen Begriff, aber wenn wir uns mal einen deutschen Begriff ausdenken müssten, ich habe an nackig gedacht. Also, okay. Also an nackig. Eine 0815, ja. Nee, 0815 weiß nicht. Aber Vanilla ist nackiger, doch... Nackiger 5-5er. Das heißt doch Vanilla, glaube ich, weil das so die Standard-Geschmacksrichtung irgendwie ist. Ja, genau. Ne? Ein Stunny Boy. Oder Stunny Boy. Nackedai. Wenn dir das. Nackedai, ja, ein 5-5er Nackedai. 5-5er Nackedai. Da sind wir dabei. Ist ein Elf. Ja. Und ist ein 5-5er. Und das ist alles, was interessant ist. Und es ist ein Typ, der auf dem Bär reitet, was auch cool ist. Ach so, ja, das finde ich auch cool. Der Bär hat Scheinwerferaugen. Ich weiß nicht warum. Aber die leuchten einfach grün. Und 5-5er für 5 haben quasi so ein ungeschriebenes Keyword. Das heißt Big. Das heißt einfach, dass die Stats. Also 5-5 ist ein Oschi. So, die müssen eigentlich immer gedoppelt blockt werden. Genau. Und häufig kannst du dann entweder mit deinem Combat Trick, mit deinem Removal oder sowas ein 3-4-1 sogar oder so bekommen. Ja. 2-4-1, 3-4-1 bekommen. Oder wie gesagt, die Gegenseite muss einfach ein 3-1er und ein 2-2er traden dagegen oder so. Also der spielt sich viel besser als ein 3-Mana 3-3er. Ja. So. Also es ist vermutlich einer der größten Elfen im Set. Also ich glaube, es gibt keinen größeren von wahrscheinlich Stetter. Der einzige Grund, um Return Upon the Tide zu spielen, weil man dann 5-5er für 5 zurückbekommt und 2-1-1er. Also Effekte, die irgendwas mit Elfen machen, meistens rechnet der Gegner nicht damit, dass du ein 5-5er Elf hast. Das jetzt gesagt, ist auch eine solide Füllerkarte für Decks, die nicht sonderlich viel mit einem Elfen anfangen können, weil die Stats eben oft relevant bleiben werden. Aber begeistert uns jetzt natürlich auch nicht. Ich meine, häufig spiele ich lieber einen 5-Mana, 5-4er, der irgendeine Ability hat. Dabei denke ich jetzt an den Hagi Mob, den wir in Rot gesehen haben oder so. Aber die Sache ist, der hier stirbt nicht gegen Demon Bolt. Stimmt. Ja, stimmt. Also der ist schon, der weicht schon einigem aus, was wir in dem Format sehen. Ja, wenn wir jetzt immer auf Noten gehen, dann wird es wieder unspektakulär, denke ich, oder? Das wird wieder ziemlich ernüchternd werden, ja. 3-Minus? Ja. Also 5 Mana kann nicht so toll sein, weil haben wir ja auch schon öfter in den anderen Set-Reviews drüber geredet, 5 Mana-Kreaturen sind in Hülle und Fülle zu haben und da muss man sich eigentlich nicht anstrengen, damit man irgendwas bekommt und irgendwas ist meistens schon vergleichbar mit dem hier, denn im Grunde ist er ja auch nur irgendwas, was 5-5 ist. Genau, aber wenn ich Demon Bolt sehe, dann nehme ich den mir vielleicht mal aus dem Sideboard rein. Ja, das ist... Oder wenn man viele 4-Power-Kreaturen sieht, so irgendwie, oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Falls euch die 5 irgendwo nützlich vorkommt, dann kann man den mal eine Runde in den Ring schmeißen. So. Guardian Gladewalker für 1 und ein grünes kriegen wir einen Shapeshifter, ist eine Common und nur ein 1-1er.
hat, wie hoffentlich alle Shapeshifter im Set, die Changeling-Fähigkeit, ist also alle Creature-Types, also auch ein Bär zum Beispiel, was der Bär eben nicht war. Mhm. Und when Guardian Gladewalker enters the battlefield, put a +1/+1 counter on target creature. Mhm. Oh. Ein nettes, kleines Programm. Ja, zweimal eine 1-1er, der einen +1 counter mitbringt, haben wir schon häufig gesehen. Und hier ist es jetzt noch ein Shapeshifter dazu. Glaubst du, der gibt sein Schild an dem Typ, der den Counter kriegt? Weil der hat den so einen... Ha, das ist eine wirklich gute Frage. Oh, ich glaube, da muss ich länger drüber nachdenken. Red du erstmal über die Karte. Ja, das ist ein grüner Two-Drop. Und wenn wir den jetzt angucken, wollen wir den in unserem Deck haben, dann würde ich in den meisten Szenarien sagen, eigentlich schon ganz gerne. Dadurch, dass er ein Changeling ist, haben wir den Vorteil, dass selbst wenn wir den Counter nicht auf ihn drauflegen, dass er in manchen Fällen sogar noch relevant ist, mhm. weil er als Giant zählt oder als Elf mitzählt oder als Berserker für die ein, zwei Karten, die auf Berserker gucken, zählt sogar als Angel. Also, ja, es ist eigentlich auch sehr lustig, dass er als Giant zählt, als 1-1er dann. Und die Flexibilität mit diesem einen Counter ist auch sehr schön. Man kann diesen Counter auf einen Flieger draufsetzen, das macht öfters mal Probleme. Und er ist dann einfach vielleicht ein Jumpblocker am Boden. Also, oder man sacrificed ihn. Also der ist einfach, der ist nett zu haben, weil er es gibt so viele Möglichkeiten, ihn irgendwie nützlich einzusetzen. Und ja, deswegen mag ich den ganz gerne. Ja, gut. Manchmal spielst du den aus, legst einen Counter auf einen anderen 2-2er genau. drauf oder sowas, dann wird der getötet und dann hast du nur noch einen 1-1er übrig und hast dafür eine Karte ausgegeben. Ist nicht, fühlt sich dann nicht so geil an. Also die Szenarien gibt es definitiv auch, wo der unterperformt. Ich denke mal, das gleicht sich so ungefähr aus. Was dann ihn sozusagen zu einem angenehmen Füller macht, ist wirklich diese Changeling-Fähigkeit wohl. Ich glaube, ich würde ihm eine... Also, vielleicht ist das jetzt wieder... ich muss ja irgendwie von meinen niedrigen Noten wegkommen. Ich würde ihm eine 3 geben. Ach so, ich dachte jetzt, da kommt irgendwas. Nur 1 plus. Da kommt irgendwas. Der ist super. Ja, ich denke mal, aber 3 minus, viel höher kann ich nicht gehen für insgesamt 2 an Stats für 2. Okay, du hast recht, die Utility ist da und da werde ich drauf aufmerksam sein. Ich habe ja da in Schwarz schon viel drüber geredet. Also ich denke mal, in Schwarz-Grün habe ich den auch sau gerne, weil ich mit dem 1-1er Buddy halt so viel noch machen kann, so viel Kram. Pass auf, ich argumentiere jetzt kurz dafür, dass der eine 3 ist und keine 3 minus. Okay? Super. Also ich finde ihn süß. Das war's. Horizon Seeker, 2 und ein grünes für einen Human Warrior in Common, 3-2er mit einer Boss-Fähigkeit für 1 und ein grünes. Search your library for a basic land card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Oh, und ja, Boast, ist das erste Mal, dass wir jetzt Boast haben? In dem grünen, ja. Also Boast könnt ihr erst aktivieren, sobald ihr die Kreatur in dieser Runde als Angreifer deklariert habt. Aber dann könnt ihr bis zum Ende der Runde warten, um die Fähigkeit zu aktivieren, also wann es euch am sinnvollsten vorkommt. Und ihr könnt es nur einmal aktivieren. Aber ja, damit haben wir hier also einen 3-Mana 3-2er, was ja, wo wir immer sagen, das ist ja ganz okay so als Baseline. Die müssen dann aber irgendwas mitbringen, damit wir daran interessiert sind. Und der hier sagt jetzt, wenn ich angreife, dann kannst du ein bisschen Mana reinstecken und ich ziehe dir eine extra Karte. Die ist nur ein Land, aber es ist eine extra Karte, oder? Ja, das freut uns doch. Das ist so ein bisschen vergleichbar doch wie der rote 3-2er. Nicht ganz so geil, aber... Der ist nicht so geil, nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber es fixt uns. Aber es geht in die Richtung, der kann uns fixen, der hilft uns dann dabei, unseren nächsten Landdrop zu treffen. Unsere Snowlands auch zu finden. Oh ja, super, stimmt. Ja, Basic Landcard heißt ja auch Snow Basic. Ja, der ist ja ganz, ganz süß. Den, ja, glaube ich, würde ich lieber als Füllerkarte spielen, als den 4-2er Spider. Ich denke auch. Ich finde auch hier im Sinne unseres Set-Reviews, ne? A 5-Day Climb, ha! I'll do it in 2. Wir erwidern, glaube ich, A 5-Day Climb, ha! We'll do it in 8. Weil wir so unglaublich langsam sind. Sehr gut, danke. Ja, ich glaube, wir haben ja auch eine 3, oder? Überschätze ich da die Fähigkeit? Nee, überhaupt nicht. Also bestimmt haben wir vielleicht sogar eine 3 plus. Vielleicht unterschätzt man das noch, weil er einem gutes Value liefern kann. Ist halt ein schlechter Blocker, ne? Oder halt ein solider okayer Blocker nur.
bist jetzt nicht unbedingt glücklich mit deinem Leben geworden, wenn du eher in der Defensive rauskommst praktisch, ja, und den mit einem 2-2er traden musst, der angreift, weil die Gegenseite aggressiv ist. Aber in den positiven Szenarien, ne, wo du ihn ausspielst, dann greifst du an, tradest ihn weg, ziehst dafür noch ein Land raus, hast dafür ein bisschen extra Mana ausgegeben, aber ein bisschen extra Value bekommen, das gefällt mir alles ganz gut. Ja, also dass er sich auch quasi mit dem Boast irgendwo kartentechnisch ersetzt, ist halt echt nett. Nicht ganz so gut wie der Rote, der halt auch wirklich spielrelevante Spells treffen kann. Ja. Aber das ist eine, also ich finde, als 3 kann er sich sehen lassen. Ich überlege fast, ob ich dem eine 3 plus geben will, aber ich will nicht schon wieder eine halbe Note höher gehen, also gebe ich nur eine 3. Sehr gut. Eishide Troll. Für 2 und ein grünes kriegen wir eine Snow Creature, ein Troll Warrior und es ist eine Common, die mit 2-3er Stats daherkommt und für Snow Snow kriegt Eishide Troll +2/+0 und Indestructible until end of turn. Tap it. Und ja, hier haben wir eins der Snow Payoffs, sage ich mal. In Common. Und wenn wir jetzt auf die Baseline gucken, 2-3er für 3, dann denken wir so, puh, das wollen wir eigentlich nicht. Auf keinen Fall. Und jetzt gucken wir uns die Fähigkeit an und die sagt halt +2/+0 und Indestructible. Der wird zum 4-3er Indestructible. Richtig. Du kannst das mehrfach aktivieren, wenn du 4 Snowmana draußen liegen hast. Was hier wichtig ist, das Tap-It passiert halt, wenn man die Fähigkeit aktiviert. Wenn man vorher angreift und der eh schon getappt ist, dann versucht der Effekt, den zwar zu tappen, aber der ist ja schon getappt. Also es ist egal, der bleibt beim Angreifen, das ist aktivierbar. Ihr solltet das nur nicht versuchen, vorm Angriff zu machen, weil dann kann er nicht mehr. Also bevor ich jetzt hier, ich weiß nicht, in Tränen ausbreche, weil ich die Karte so geil finde, werde ich erstmal über die Nachteile reden oder über die Problematiken, die auftreten können. Zunächst mal, wie schon gesagt, 2-3 für 3 ist nicht gut. Also in der Runde, wo du ihn ausspielst, ist er nicht so effektiv, wie du es am liebsten haben möchtest, wo er immer noch 2-2er blockt. Du brauchst Snowmana. 2 Snowmana ist jetzt längst nicht so schwierig wie 3 Snowmana. Da kannst du also auch, wenn du einfach nur ein bisschen Snowmana im Draft abgegriffen hast, den mal in dein Deck reinpacken. Und wenn der halt in der Hälfte der Spiele oder so mal nur aktivierbar ist, das immer noch ziemlich gut. Wo man aufpassen muss, ist wirklich die Fähigkeit. Also es gibt da wirklich Combat-Szenarien, wo man ein bisschen aufmerksam und vorsichtig sein sollte. Wenn zum Beispiel ihr das 2 Snowmana offen habt und die Gegenseite angreift mit einem 3-3er oder sowas oder einem 4-4er, wie auch immer, dann könnt ihr euch ziemlich sicher sein, wenn ihr dann dazu übergeht, das Snowmana zu aktivieren und +2/+0 und Indestructible zu geben, dass die Gegenseite dann sofort eine Antwort hat und den wahrscheinlich tötet als Reaktion da drauf und dann war es das auch. Also ist nicht so, als würde der jetzt, wäre jetzt sofort Game Over, wenn ihr den draußen liegen habt und 2 Snowmana. Da muss man mal wirklich gut aufpassen, im Angriff dann noch ein bisschen, kann das noch ein bisschen eher passieren, weil der Gegner das dann nicht so telegrafiert. Also das wären so die Szenarien, wo ich wirklich aufpassen würde, aber auf der anderen Seite bremst das jetzt meinen Enthusiasmus doch nicht so sehr. Was jetzt, also jetzt zu deinem Enthusiasmus, was man natürlich wieder mit kritischen Augen besehen muss, ist halt 2 Snowmana ist schwierig und deswegen solltet ihr auf jeden Fall im Snowdeck sein, wenn ihr den nehmt. Ihr freut euch natürlich, weil niemand, der nicht im Snowdeck ist, wird diese Karte unbedingt picken wollen. Das glaube ich ganz ehrlich nicht. Der sieht dafür zu gut aus. Du wirst den doch nie... Ich finde gar nicht so attraktiv. Wenn ich 3... Also diese langen, eisigen Haare, wenn da 3, ist nicht mein Typ. Wenn ich 3 Snowmana im Deck habe, überlege ich fast, mir den zu picken, weil es könnte ja sein, dass ich ihn aktivieren kann und eine Kreatur, die 4-3 indestructible werden kann, auf Zuruf jede Runde, ist halt für sau viele Decks unschlagbar. Also mit 3 Snowmana im Deck würde ich lieber solide Picks machen als nehmen. Das denke ich auch, dass das richtig ist. Nur kann ich sehen, dass die Leute ihn deshalb nehmen, dass man ihn deshalb vielleicht nicht so leicht wheelen kann oder so, weißt du? Ja. Also du jetzt nicht unbedingt so sehr dafür belohnt wirst, wenn du nur deine Snowlands pickst und denkst, ja, die ganzen Eishide-Trolls kann ich ja
zurückbekommen. So, schmeiß mal gerade eine Note in den Raum, damit ich weiß, wo. Eine Note? Ja, der ist ja schon fast eine Build-Around. Da gebe ich dir ja schon recht. Aber der performt halt wie eine 2, wenn du Snowmana hast. Aber locker. 4-3 Indestructible. Da kann fast nichts rein angreifen. Das ist brutal. Also? Also kriegt er eine 3. Minus wahrscheinlich. Also von der Base-Deadline 3 minus. Wenn man jetzt die Upside so dazu zählt, wenn man es so ein bisschen aktivieren kann, kann man vielleicht sagen 3. Und im Snowdeck ist er ein ziemlich hoher Pick. Dann geht er dann vermutlich Richtung 2 minus. Ne? Also, oder glatte 2. Wenn man es quasi jedem Spiel aktivieren kann, dann sehe ich da auch die 2, weil er einfach richtig nervig ist. 4 Power reicht meistens auch. Und Indestructible heißt, selbst wenn er den Gegner nicht umbringt, dann kann er ewig lang blocken. Haben wir eine richtig schöne Range an Noten. Wenn du 4 Snowmana draußen hast, kannst du diese Karte nicht mehr besiegen. Natürlich -3, -3, hier das Waydown, der schwarze Removal, der kann den töten. Der interessiert sich nicht für Indestructible. Aber seid auf der Hut vor dem. In Search of Greatness. Für grün-grün bekommen wir ein Enchantment in Rare. Das sagt, at the beginning of your upkeep, you may cast a permanent spell from your hand with converted mana cost equal to 1 plus the highest converted mana cost among other permanents you control without paying its mana cost. If you don't, scry 1. Ja, nee. Nee, danke. das sieht ja erstmal aus, als würde das was Starkes machen. Aber es gibt da ein paar ganz zentrale Probleme. Ich habe fast keinen Bock, die ganze Karte, das ist schon wieder so kompliziert, die ganze Karte hier aufzurollen. Ihr solltet die einfach nicht spielen. Ich mach hier eine Abkürzung. Das ist ein Effekt, der im Constructed teilweise busted ist. Und deswegen liest er sich halt ziemlich krass, weil man schummelt Mana und so. Was man hier aber nicht vergessen darf, man geht vorne rein erstmal in den Card Disadvantage, um mit Mana zu schummeln. Und dann muss es auch noch genau dieses Mana sein. Also hier steht nicht One. Und er zählt sich nicht mal selber mit. Der castet ja auch nicht gratis einen Three-Shot in Runde 3. Hier steht nicht One plus the highest converted Mana cost or less, sondern hier steht genau diese Mana-Kosten. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr das konstruieren könnt, beziehungsweise dass ihr irgendwas Tolles daraus ziehen könnt. Wenn es funktioniert, kriegt ihr vielleicht eine Kreatur umsonst, habt aber vorher 2 Mana ausgegeben. Danach spielt ihr noch eine andere Kreatur und dann habt ihr vielleicht einfach schon keine Handkarten mehr. Also spielt ihr oder nur noch 2-Drops, ja, die dann auch nichts mehr machen. Genau, die ihr nicht mehr für Lau casten könnt. Also spielt ihr einfach nicht das Scry 1 für den Fall, dass das Ganze nicht passiert. Ist es auch nicht wirklich wert. Manchmal. Manchmal schon. Manchmal aber gewinnt einem so ein Scry 1 jede Runde ein langes Spiel. Aber dann sideboardet ihr lieber rein, wenn ihr ein langes Spiel habt. Genau, ihr werdet mehr Spiele verlieren, wo ihr die maindeckt und ausspielt in Runde 2 und die dann nicht das macht, was ihr gedacht habt, dass die macht. Die jetzt auch noch zusätzlich Konkurrenz dadurch, dass man sehr viel foretellen will und das halt 2-Drop-Slot einfach, da habst du genug Kreaturen und eben die Foretellkarten, die du da lieber spielst. Und dann ist auch noch doppelgrün, ne? Ja. Ist ja auch noch frech, also hätte für die lausige Karte wenigstens 1 und grün bezahlen können oder so. Naja. Ja. Okay, geben wir einfach eine 4 wegen der Baseline Scry 1 jede Runde und betrachten den Rest nicht. 4 minus wegen der Baseline Scry 1 oder 5 plus, um ein Zeichen zu senden. Aber ich sag mal 4 minus. 4 minus bin ich auch dabei. So. Jespera Sentinel. Für ein grünes kriegen wir einen Elf Rogue. Ist eine Common. 1-2er Stats gepaart mit Reach. Und der Fähigkeit: Tap an untapped creature you control at 1 mana of any color. Mathis, haben wir hier ein Mana Ramp Kreatur? Ist das super Bombe geil, wie zum Beispiel Llanowar Elfen? Ja. Aber? Haben wir nicht. Nee. Das erinnert mehr an Cerulli Caretaker aus Ravnica Allegiance. Was? Die Karte kenne ich gar nicht. Zu Recht? Das ist ein 0-3er für 1 mit, glaube ich, auch Reach. Bin mir nicht so sicher, weil ich die Karte nie gespielt habe. Defender gehabt, oder? Oder Defender, wie auch immer. Aber irgendwelche von diesen Crap Stats, ja. Und mit der gleichen Fähigkeit, und das Problem ist einfach, dass das zu unverlässlicher Ramp ist, um gut zu sein. Meine, wenn du wirklich vielleicht im Elf-Deck bist und du hast eine ganze Menge Two-Drops, hier Elderfang Disciple,
der einen 1-1er hinterlässt oder deinen Changeling-Typen, der einen 1-1er hinterlässt und einen +1-Counter irgendwo drauf liegt und so. Irgendwo kann ich sehen, dass es möglich ist, die Karte zum Laufen zu bringen, aber die Szenarien, wo es nicht klappt und ihr euch darauf verlassen habt als eurer Ramp, die tun richtig weh. Also wie gesagt, ich habe hier strenge Vibes von der Ceruli Caretaker, die Dame, die eine riesige Eichel in der Hand trägt. Und das war auch das Einzige, was die Karte für mich irgendwie interessant gemacht hat in irgendeiner Hinsicht. Magst du Eicheln? Ja, genau. Okay. Ja, ja, ich bin ein Eichhörnchen. Und also ich rate davon ab, diese Karte zu spielen in den meisten Decks. Was hier noch zu der Fähigkeit, was ich noch anmerken möchte, wenn man die in Runde 1 spielt und in der nächsten Runde, oder sagen wir mal, in irgendeinem Zug, wo man sie tappen darf, wo man da eine neue Kreatur spielt, die noch Einsatzverzögerung hat, man kann mit der Fähigkeit andere Kreaturen mit Einsatzverzögerung tappen für Mana. Das geht. Also der Effekt sagt nicht, dass die Kreatur keine Einsatzverzögerung haben muss, die man zusätzlich tappt zu ihr. Ja, das stimmt. Also das im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt in einer Runde vielleicht zwei Kreaturen spielen möchte, kann man die erste rausspielen, dann mit ihr tappen, kriegt dann Mana und spielt dann noch eine Kreatur. Das geht. Ja. Allerdings hat die Karte eben das Problem, dass man eine Kreatur zusätzlich tappen muss, ist ein echter Kostenpunkt. Gegen aggressive Decks ist das dann oft ein Blocker weniger. Und auch in manchen Szenarien hat man einfach diese Kreatur nicht. Vielleicht möchte man auch angreifen und dann muss man sich fies entscheiden. Möchte ich jetzt lieber rampen oder Schaden machen? Also es gibt da mehrere Konflikte mit diesem Effekt. Das ist 1-2, haben wir auch schon häufig gesagt, 1-2er für 2, für ein Mana. Selbst mit Reach ist eigentlich fast nie eine Karte wert. Ja. Daher ist das ja auch mit derselben Vorsicht zu genießen wie Glittering Frost, wo wir gesagt haben, das ist theoretisch Card Disadvantage. Das hier sehe ich auch als Card Disadvantage an, weil du eine Kreatur ausspielst, die fast keinen Board Impact hat. Ja, also da bin ich raus. Also ich sehe es noch als einen bisschen besseren Füller in im Elfendeck, was gerne einen Elf-Curve-Out hinlegen will. Da brauchst man auch dann die richtig guten Payoffs, damit sich der ganze Scheiß lohnt. Ja. Da kann es sein, dass es was wert ist, dass man in Runde 1 einfach einen Elfen mehr rauslegen kann. Und sobald ihr zwei Equipments habt und einen Haufen Kreaturen in eurem Deck, dann wird die Karte schon irgendwie spielbar. Aber einfach so, nur, weil sie einen Buddy hat. Ja, richtig, genau. Aber da tut sie dann dasselbe wie irgendein Token, was von dem Four-Drop-Elfen erzeugt wird. Also grundsätzlich rate ich davon ab und würde da jetzt auch erstmal mit einer 4- einsteigen. Und puncto Fixing tut die theoretisch. Also sie fixt ja, weil sie Any Color macht. Allerdings eben wegen den genannten Nachteilen ist das nicht so super. Wenn ihr wirklich ganz wenig Playables habt und euer Mana nicht so doll ist, dann kann man die mal als 23. Karte, denke ich, reinnehmen. Ja. Das Gewürzszenarien geben, wo sie einem so ein bisschen den Arsch rettet und das schlechte Mana fixt. Aber da gehen wir auch schon von vornherein mit einem schlechten Deck irgendwie gedanklich da rein. Also da muss schon andere Sachen schiefgelaufen werden. Richtig, und ja. Die Grundregel ist, spiel nicht zwei schlechte Karten zusammen, um irgendeinen guten Effekt zu kriegen, weil die werdet ihr nicht zusammenziehen, so in die Richtung. Dementsprechend gilt das ja auch für die Sentinel. Oder Sentinels, ich weiß nicht, sind sehr viele Elfen drauf, aber naja, dann würde da schon Sentinels auch stehen. Okay. Ja, was gibst du denn für eine Note? Du hast eine 4- gegeben. Gesagt, ja. Ich glaube, ich bin bei der 4- dabei, wenn man jetzt ein Elfendeck ist oder irgendwie. Es wird bestimmt genug Szenarien geben, wo die ein bisschen besser ist, aber 4- so als pauschale Regel sollte stimmen. So. Yorn, God of Winter. 2 und ein grünes für einen Legendary Snow God. In Rare. Whenever Yorn attacks, untap each snow permanent you control. Und er ist ein 3-3er. Ey, das ist ja ein richtig toller Gott. Guck mal, wie wenig Text er hat. Wow, ja, stimmt. Dafür feiere ich den. Und auf der anderen Seite haben wir Cauldring, the Rhymestaff. Für ein beliebiges, ein blaues und ein schwarzes Mana bekommen wir ein Legendary Snow Artifact. Mit der Fähigkeit Tap. You may play target snow permanent card from your graveyard this turn. If you do, it enters the battlefield tapped. Und was das bedeutet ist, you may play target snow permanent card, heißt, wir können Länder ausspielen, Snowländer damit spielen, oder wir können auch Snow Permanents casten, Snow Creatures oder wir so. Wir machen es aber wie vorher ja, auch. Klar. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Ja, sicher, ich wollte es nur erklären.
Also wir haben hier einen Gott, der von Wieseln umringt ist, glaube ich, oder? Ja, Snow Weasels. Also, und ja, der liest sich ja auch recht sauber. Also wenn der angreift, enttappt er alle Snow Permanents. Das ist auch er selbst übrigens. Mhm. Also er enttappt sich beim Angreifen direkt selbst, hat also quasi Vigilance. Und ja, hat so einen komischen zweite Hauptphase-Ramp quasi irgendwo. Mhm. Sodass man zwar nichts Großes spielen kann, aber mehrere Sachen eventuell. Ja, man könnte irgendwie, ne? Mhm. In der nächsten Runde einen 3-Drop spielen, mit dem angreifen, die Snowlander enttappen, noch einen 2-Drop hinterher oder so, je nachdem, wie viele Snowlander du hast. Was sagst du denn zu dem als Baseline? Also? Der wirkt ganz nett, aber ein 3-3er wird meistens nur einmal angreifen können. Ja. Sehr häufig. Also geht jetzt nicht davon aus, dass das hier euer wiederholbarer Snowramp ist oder so. Also den kann man kaum in der Rolle als das ist meine verlässliche Ramp-Karte jetzt sehen. So geht's nicht, aber als ein 3-3er-Kreatur, der manchmal einfach dir noch ein bisschen extra Mana produziert oder mal noch irgendeiner Kreatur Vigilance gibt oder so, sehe ich den, ist ja nicht verkehrt, ne? So 3-3er-Vigilance, du kriegst 2 Mana, um die Base dann jetzt nicht zu halten, was würdest du dazu sagen? Also wenn er angreift, kriegst du 2 Mana in der nächsten Hauptphase. Ich würd ja eher jetzt erstmal mit einem rechnen in Runde 4 oder so. Aber okay, sagen wir von mir aus 2. Ich glaube, wenn du den spielst, dann hättest du schon einiges noch. Wenn der wirklich 2 Mana macht durch den Angriff, sozusagen, ja, dann ist das vielleicht eine 3+ oder so. Das ist noch nichts. Mhm. Das ist noch nichts Sickes. Vielleicht, der sich auch manchmal dann auch wie eine Zweierkarte spielt, aber noch nichts Aufregendes. Aber ja. Jetzt kommt ja der Cauldring dazu. Und den finde ich ja richtig nice. Also, das ist ja einfach nur reines Value. Ich muss den einmal tappen und was aus dem Friedhof spielen. Und dann habe ich meine Karte schon wieder raus, die ich ausgegeben habe für dieses Artefakt, was ja nicht am Kampf teilnimmt in irgendeiner Art und Weise. Ja, gefällt mir auch sehr gut, dass es nichts kostet, außer den Tab. Also außer ja, genau. Das ist legendär. Und was ihr auch wieder hier euch nochmal ins Gedächtnis rufen solltet, Artefakte haben keine Einsatzverzögerung, sofern sie keine Kreaturen sind. Das heißt, man kann ihn, wenn man jetzt im späteren Spielverlauf viel Mana hat, sofort ausspielen, tappen und dann einen Snow Permanent vom Friedhof ausspielen. Dass die Sachen getappt reinkommen, ist natürlich ein Nachteil, aber macht die Karte ein bisschen fairer, was ich angemessen finde. Das gefällt mir aber richtig gut. Also wenn ich in Blau-Schwarz bin und irgendwie eine Handvoll Snow Permanents habe, ne, ein paar Snowlander, ein paar Snow Creatures oder so, dann denke ich mal, dass der Cauldring schon richtig sexy für mich aussieht. Ja, ab der zweiten Aktivierung würde ich sagen, sind wir wirklich zufrieden. Ab der ersten sind wir halt so, na okay, ab der zweiten können wir dann sagen, okay, ab jetzt hat die Karte performt. Ja, aber es sind halt Artefakte. Artefakte sind viel schwieriger loszuwerden als Creatures oder so. Und der sorgt eben dafür, dass deine Creatures auch ziemlich schwierig loszuwerden sind, weil die immer wieder kommen, solange sie Snow sind. Damit kann man schon ziemlich, ziemlich guten Spiel gewinnen mit dem Rhymestaff. Der ist übrigens auch wunderbar mit der schwarzen Common, der 04er, den man als Removal-Spell benutzen kann, weil damit kann man den quasi jede Runde benutzen. Also sofern man das im gegnerischen Zug dann... Nee, warte, nicht jede Runde, ne? Wegen dem Tapped geht's nicht. Du kannst ihn... Du kannst den tappen, Runde. Du kannst den tappen, okay, Minus doch. Geben, dann holst du ihn wieder, er ist getappt, in der nächsten Runde kannst du ihn wieder tappen. Okay. Also das ist eine wunderbare Kombination da von den beiden. Toll. Ja. Also der Cauldring, den finde ich richtig cool und ich meine, der schreit hier ja auch danach, was sowieso schon so ziemlich in der Luft lag, ist, wenn du Snow spielst, willst du eigentlich Sultai sein oder vielleicht sogar noch Rot dazu nehmen, willst du so Multicolor gehen, und wie gesagt, häufig vielleicht nicht nur, was weiß ich, Blau-Grün oder sowas spielen oder Schwarz-Blau, sondern wahrscheinlich häufig dann alle drei. Schwarz-Grün-Blau, Sultai, Snowdings. Aber der Rhymestaff ist ein viel besseres Payoff als Jorn selber, auf jeden Fall. Spielst Jorn dann aus, wenn dir halt Blau und Schwarz fehlen. Oder wenn du, ich meine, du kannst Jorn in jedem grünen Deck spielen und der ist in Ordnung. Also was ihr jetzt auch hier, falls ihr einfach nur blau-schwarz seid, könnt ihr auch einfach den spielen. Genau. Und habt einfach nie vor, den Gott zu spielen, sondern spielt den einfach nur als den Rhymestaff. Ja, und wer weiß, nachher hast du irgendwie bist du eigentlich blau-schwarz, aber damit du ein paar Snowlands hast, hast du noch irgendwie ein schwarz-grünes oder ein blau-grünes hier Snow-Dual-Land dazwischen, die in jedem Pack drin sind. Und dann kannst du den auch mal als Gott spielen, wenn du mal gerade dringend eine Kreatur brauchst. Also das ist ja alles
alles nur. Also der gefällt mir umso besser. Eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, ich weiß nicht, ist das schon eine 2 Plus? Oder ich würde jetzt, glaube ich, eher zu einer 2 tendieren, weil beide Effekte sind. Ist ja Build-Around einfach, ja. Ne? Ganz, okay. Ganz klar, wenn ich Heavy Snow bin, dann sind das wahrscheinlich auch die Farben, in denen ich bin. Dann wird der super krass performen. Der Yawn wahrscheinlich eher nicht so oft, es sei denn, ich habe wirklich sau viel Removal, um den Rücken frei zu halten. Mit sau viel günstigem Removal kann der richtig abgehen. Aber zum Beispiel, du hast ja von deinem Troll geredet eben, ne? Und der mit dem Troll, wenn er angreift, ist ja schon ganz witzig auch, ne? Weil man nochmal mehr Snowmana kriegt zum Aktivieren. Ja. Also es gibt so ein paar Szenarien, wo das ganz gut ist. Klar, ja, sicher. Also du sagst einfach Build-Around und... Ja, Build-Around, aber da sehe ich den als ein richtig hartes Payoff. Also der wie eine 2 Plus, der so eine 2 Plus Performance hinlegen wird vermutlich, ja. Ich denke auch, dass man, also der braucht ja auch nicht, beide Seiten brauchen nicht so viel Hilfe, wenn man ein paar Snow-Sachen hat, kann man schon... Ja, den und ich meine, Cauldring spielst du natürlich nicht, wenn du nicht die Farben casten kannst und Snow bist. Ja. Aber wie gesagt, du kannst selbst, wenn du nicht Snow bist, Yawn auch einfach als 3-3er spielen, der dann vielleicht ausnahmsweise mal ein Land oder eine Kreatur das ist ja schon gut genug, um den in mein grünes Deck reinzunehmen. Ja, ich glaube, so baseline-technisch würde ich dem einfach nur 2 geben, sogar wenn, also da ist so viel zufällig was passen kann, dass das irgendwie schon stimmen wird. Ja, da bin ich noch nicht ganz so zuversichtlich und bin da erstmal auf eine 2-Baseline, aber wie gesagt, im Snowdeck ist der sicke Boy. Ja, ich meine jetzt, wenn ich den früh als Pick nehme und auch nicht mal vorhab, den jetzt, also oh, ja. Ich kann ja überall landen damit, weißt du, das meine ich damit. Deswegen würde ich den wieder stimmen. Stimmt, das ist ein sehr guter Grund dafür, da hast du mich überzeugt. Yay. So. King Harald's Revenge. Für 2 und ein grünes kriegen wir eine Sorcery. Es ist eine Common. Until end of turn. Target creature gets +1/+1 for each creature you control and gains trample. It must be blocked this turn if able. Aber tu mir doch bitte den Gefallen, wenn wir hier schon ein Set haben. Ne? Harald! Ganz genau, Harald. Wir sind hier, wir bevorzugen guck mal, die englischen Karten. Wie man sagt, da ist es falsch. Ja, wir bevorzugen die englischen Karten, das haben wir schon oft gesagt. Aber ich meine, wir haben so viele Deutsche, immer Sturm und Harald und alles Mögliche. Wir haben ja so viele germanisch-deutschsprachige Anleihen oder so. Dann können wir das auch ein bisschen irgendwie uns da reinstürzen. Also ich bestehe doch auf das Harald. Dann sprich's einmal so aus, damit du wirklich glücklich King Haralds Revenge. Okay, das klang schrecklich. Ja, ich weiß. So, also jetzt gucken wir auf die Karte. Also vorneweg ist meiner Meinung nach so eine der Karten, die man so als letztes in sein Deck nimmt und auch nicht unbedingt glücklich ist. Das Szenario, wo alles passt, ist allerdings ein ganz schönes. Das, was sexy ist, ist, dass der Trample dazu gibt. Genau. Das ist das, was mich überzeugt hat davon, dass die Karte nicht absoluter Trash ist. Das mit dem It must be blocked this turn if able heißt, dass ihr nicht aussuchen könnt, wer diese Kreatur blockt. Sie muss nur von irgendwem, der blocken kann, geblockt werden. Also wenn der Gegner nur getappte Kreaturen hat, dann macht das quasi gar nichts. Dann wird die Kreatur einfach nur groß und trampelt durch. Wenn der Gegner allerdings jetzt 2 Kreaturen hat, die blocken können, dann kann der Gegner sich die aussuchen. Also ihr habt da leider nicht die Wahl drüber, wer jetzt den blockt. Es muss nur irgendeiner tun. Ja, aber da hilft eben das Trample dabei, weil ansonsten wäre der Effekt ziemlich unterwältigend, auch als sozusagen Payoff in Anführungszeichen für ein Go-White-Deck. Ne? Ja. Die Karte würde uns ja sagen, hier, mach das in einem Elfendeck und dann hast du einen Haufen irgendwie 1-1er, 2-2er Elfen, 3-2er Elfen rumfliegen. Mhm. Und will dann so als grüner quasi Removal arbeiten und oder ein bisschen Damage durchbekommen. Und was eben normalerweise das Problem darin wäre, dass die Gegenseite einfach irgendein crappy 1-1er davor werfen kann und nichts passiert. Aber hier durch das Trample bringt man die Gegenseite dann doch mal eher dazu zu sagen, hey, ich meine, ich bin gleich tot. Vielleicht muss ich tatsächlich was Richtiges davor werfen und versuchen zu traden oder so. Also, trotzdem ist das hier ist Crap. Das ist kein Removal. Und also er funktioniert manchmal wie ein Removal unter sehr spezifischen Szenarien. Yeah. Es ist kein Pump-Spell, denn es ist eine Sorcery. Das sieht der Gegner kommen. Der Gegner kann die Kreatur einfach als Reaktion umbringen. Dann war es das mit eurer Revenge. Da ist meistens keine Karte. Da ist sehr viel Interaktionsraum. Ihr habt sehr wenig Einfluss darauf, wie diese Karte performen wird, weil ihr nicht wisst, wie die Szenarien im Spiel sein werden. Ist keine gute Karte insgesamt. Das
es gibt Szenarien, wo die Karte sich fantastisch spielen wird. Wenn man ein großes Board hat, der Gegner hat nur noch eine Kreatur, die blocken kann und zack, werdet ihr die los, macht noch zusätzlich Schaden, die anderen Kreaturen kommen durch. Das kann funktionieren, die kann auch mal ein Spiel gewinnen. Auf einen Flieger machen, genau. Wenn in einem absoluten Boardstall und damit irgendwie dann 10 Damage reinballern oder sowas. Aber das sind so die sehr, sehr unwahrscheinlichen Szenarien, die nur in sehr wenigen Spielen auftreten. Und man neigt dann dazu, sowas, dass jemand mal mit der Karte gegen einen gewinnt. Das wird mir wahrscheinlich passieren, dass irgendjemand die spielt. Und ich bin ja sowieso einer, der eher dirtylige Decks spielt. Und dann geht's ins Late-Game und dann kommt er irgendwann rein und gewinnt damit. Und dann fühlt sich das ein bisschen schrecklich an für einen. Aber man sollte dann nicht daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass das hier eine gute Karte ist. Nee, also ich denke so 4 Minus dann auch, oder? Ja, locker. Wenn nicht sogar 5 Plus. Aber 4 Minus gehen wir erstmal, ist okay. Kalvari, God of Kinship. Für 2 und 2 Grüne bekommen wir einen Legendary God. Ein 2-4er mit dem Text. As long as you control 3 or more legendary creatures, Kalvari gets +4/+2 and has Vigilance. Das wird nie passieren. Nicht und aktivierte Fähigkeit für 1 und ein Grünes. Und tap, und wir müssen sie tappen. Look at the top 6 cards of your library. You may reveal a legendary creature card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. Und auf der Rückseite haben wir ein Artefakt. Das heißt, the Ringheart Crest. Für 1 und ein grünes bekommen wir eben ein Legendary Artefakt. As the Ringheart Crest enters the battlefield, choose a creature type. Und dann hat Ringheart Crest die Fähigkeit Tap it, add green. Spend this mana only to cast a creature spell of the chosen type or a legendary creature spell. Ja, meine erste Frage an dich ist, warum brennen die Tiere von der? Voller Inbrunst. Okay, die sehen aber, guck mal, wie traurig der Berg guckt. Der will nicht brennen. Ja, die hat ja auch, die Fähigkeit sagt ja auch nicht irgendwie, politely ask a legendary creature card to come into your hand. Okay. Die macht das einfach. Ja, ich finde die Karte crap. Also, das ist der schlechteste Gott bisher, oder? Pass auf, die will vielleicht in genau das gleiche Deck wie die Essica. Also in dein komisches in Traumdeck. In das Multicolor, das fünffarbige Deck, wo du dir einfach alle von diesen zweifarbigen Legends ankommen, nimmst und noch ein paar Rares aus anderen Farben oder so. Weil dann triffst du mit der aktivierten Fähigkeit auch Karten. Weil 6 Karten zu gucken, das ist eine ganze Menge. Ja. Also wenn du wirklich eine Handvoll 5-6 Legendaries in deinem Deck hast, dann würde ich schon drüber nachdenken, 4-Mana 2-4er zu spielen, der mir praktisch jede zweite Runde oder so eine Extrakarte zieht. Du brauchst ja auch nur 2 weitere, ne? Dann kriegst du den Stat-Bonus. Ach so, ja, ach, davon ist die alle nee, auf nee, klar, Feld, aber ich meine, das wenn du würdest dir die ja nur spielen, wenn du eh die Legendary Creatures hast, wegen der Fähigkeit. Genau. Und dann würde sie ja auch solide, dann wäre sie ja 6-6 für 4 mit Vigilance. Und könnte auch noch zusätzlich. Wenn du 3 Legendary Creatures draußen hast, hast du wahrscheinlich ein bisschen sagen wir, kurz vorm Gewinn. Also an der Stelle würde ich, glaube ich, einfach sagen, wir haben hier quasi eine. Also wir gucken erst noch die Rückseite an, bevor ich eine Note in ja, habe. Okay, die ist ja noch schlechter. Ja, also. Also wir legen uns ja hier Creature-Type technisch fest und kriegen dafür einen Ramp-Artefakt, was zusätzlich noch Legendary Creature Spells bezahlt. Aber auch, nur mit sehr Bilden hilft mir die auch nicht, die zu splashen. Nee, also sehr Build-Arounding auch wieder hier. Auch sehr, also man muss sehr Tribal-lastig sein oder sehr Changeling-lastig sein, damit sich das rentiert. Normal jetzt für 2 Mana ein Ramp-Artefakt, da freuen wir uns eigentlich drüber. Aber jetzt ist es auch schon wieder sehr spezifisch nur einsetzbar. Also macht uns das nicht ganz so glücklich. Sowieso nur für Kreaturen überhaupt und dann nur für bestimmten Typ. Ah, da bin ich raus bei dem. Also das Artefakt würde ich nicht spielen. Also ich glaube, ich insgesamt ist das eine... Eine 4? 4 plus, würde ich sagen, oder? Weil wir zuversichtlich sind, meinst du? Weil wir irgendwo zuversichtlich sind, dass, wenn wir sie spielen, dass wir vielleicht ein paar Legendaries haben und manchmal treffen mit den 2. Ja, aber wenn ich insgesamt 3 Legendaries in meinem Deck habe, dann kann ich die doch nicht spielen, oder? Dann ist die doch einfach zu schlecht. Ja, so 2-4-4-4 ist ziemlich schlecht, ja. Ja, nee, stimmt. Er hat ja nicht mal einen Creature-Type, der relevant ist. Ja. Sei denn, ich habe das Rare Land, aber da reden wir dann drüber. Also 4 Minus.
Wow. Hä, du warst eben bei einer zuversichtlichen 4+ und ich war bei einer glatten 4. Ach so. Ja, du hast mich gerade so runtergeredet, dass ich auf eine 4 ja, muss. Ja, okay, aber okay, dann haben wir uns gegenseitig runtergeredet, dann geben wir eine 4-. Du hast es verdient, Colvory. Okay, also wenn ihr gerade nicht das Legendary Spaßdeck spielt, lasst die Finger davon. Ja, das sieht doch schon besser aus. Mhm. Lijara Glade Warden. Hey, das ist meiner. Ja. Lijara Glade Warden. Für 3 und ein grünes kriegen wir einen Uncommon Shapeshifter, 3-3er Stats mit der Changeling-Fähigkeit. Und zusätzlich kriegen wir noch für 2 und ein grünes und ihn tappen. Und Exile a Creature Card from your Graveyard. Put 2+1+1 Counters on Target Creature. Activate this ability only anytime you could cast a Sorcery. Okay, also kein Combat-Trick on a Stick. Zum Glück. Zum Glück nicht. Die Karte sieht so schon nervig genug aus. Sieht ziemlich mächtig aus. Also wir können hier unsere Kreaturen, die es hinter sich haben, in Board-Buffs verwandeln. Das ist toll. Das ist gut. Die Baseline jetzt 4 Mana 3-3er ist nicht so toll und die Kosten der Fähigkeit sind auch relativ teuer, aber in einem Board-Stall wird er einfach das Spiel übernehmen. Braucht dann. Ihr nur einen 1-1er Flieger. Ja, zack, 3-3er. Und er wächst auf einmal. Und die 1-1er Flieger in dem Set hier sind 1-2er First Strike. Ich meinte, ich habe eher an die Tokens gedacht. Ja. Die Raven Tokens, die Idioten von Gegner gegen mich spielen, meine Kreaturen in diese Raven Tokens verwandeln werden. Also das hier ist eine gute Karte. Die Fähigkeit ist halt ziemlich relevant und hat Board Impact. Und das ist nicht so oft, dass eine Fähigkeit wirklich Board Impact hat. Und hier kriegen wir das gepaart mit einem Changeling. Das ist ein guter 4-Mana 3-3er. Ja, bei so viel bin ich mir sicher. Ich würde dem, glaube ich, eine 2- geben. Ich bin dabei. Das ist wirklich sehr, sehr mächtig. Ist ein bisschen langsam erstmal, aber sobald die mal ins Rollen kommt, ist die richtig stark. Ja, der braucht nicht viele Aktivierungen, dann gibt er euch richtig Value. 2 Counter, das ist einiges. Und dafür gibt ihr quasi nicht mal eine richtige Karte aus. Also, und dafür geben wir eine 2-. Ja. Hier haben wir Mammoth Growth. Für 2 beliebige. Und ein grünes Mana bekommen wir einen Instant Incoming. Der sagt, Target Creature gets +4/+4 until end of turn und Foretell für 1 und ein grünes. Wir können es also jederzeit in unserer Runde für 2 Mana ins Exile schicken und dann in einer späteren Runde für die Foretell-Kosten aus dem Exile wirken. Ein Combat-Trick, der +4/+4 gibt. Kurze Intervention nochmal, wenn ihr euch gerade fragt, warum wir am Anfang gelacht haben. Ich habe versucht, dass Mattes diesen Namen nicht mehr ausbringen kann, indem ich ihn sehr dumm betont habe vorher. Es hat ein bisschen geklappt. Ich hätte aber auch so Probleme damit. Okay. Auf jeden Fall haben wir, +4/+4 für 3, was sagst du dazu? Immer spielen, richtig geil. Normalerweise nicht gut. Wenn du ein Deck hast, was dazu neigt, viel Druck zu machen, kann man Combat Tricks häufig wie Removal Spells benutzen. Mhm. Wenn du der Aggressor bist und die Gegenseite dann meistens dadurch auch dazu zwingst, in der eigenen Runde auszutappen, um irgendwie aufs Board zu kommen oder so, dann kannst du das richtig gut benutzen und mit +4/+4 kann man auch mal irgendwie die letzten 4 Schadenspunkte machen, um ein Spiel zu gewinnen. Aber das Problem daran ist, dass es halt sehr, sehr risikoreich ist, so zu spielen. Du kannst es nicht garantieren, dass du der Aggressor bist. Was ich noch viel relevanter ist, finde ich, sind die Mana-Kosten. Also ein Combat-Trick sollte nicht so teuer sein. Wenn du ein aggressives Deck spielst und einen Combat-Trick einsetzt, dann möchtest du nicht deinen ganzen Zug dafür brauchen. Das ist genau das, was dein Deck nicht möchte. Ja, also, gut, der kommt ja irgendwo drumherum, weil du es foretellen kannst und in der Runde, wo du es als Combat-Trick benutzt, genau das will das aggressive Deck ja auch nicht. Ja, ja. Also das aggressive Deck will jede Runde möglichst Kreaturen spielen, beziehungsweise also einfach das Board ausbauen. Und wenn ich jetzt dann für einen, wenn irgendwas geblockt wird, 3 Mana ausgeben muss, damit ich durchkomme, dann habe ich keinen Mana mehr, um eine Kreatur zu spielen. Also das ist halt echt ein relevanter Nachteil für so einen Effekt. Es gibt halt kein Trample, ne? Wenn der hier Trample geben würde, da würden wir über was ganz anderes reden, aber das wäre viel besser aus. Einfach nur +4/+4. Das ist auch das Risiko eben nicht wert. Wenn du das defensiv einsetzt, das ist wirklich ein Rezept zum Untergang. Das kann der 2-for-1 sein, der dich aus dem Spiel bringt, wenn du Mammoth Growth auf deine Kreatur wirkst, deinen 2-2er, der gerade den 4-4er von der Gegenseite blockt und du dann Mammoth Growth defensiv drauf wirkst und die Gegenseite einfach hier Frostbite, zack, tot. Ja, dann kannst du das vermutlich direkt einpacken. Also
ja, ist so und sowieso brauchen wir einen Haufen Kreaturen, bevor wir überhaupt drüber nachdenken, Combat Tricks zu spielen. Ja, ich wollte eben jetzt auch nicht darauf hinaus, dass es eine gute Karte ist. Bestimmt nicht. Normal vergleicht man das jetzt so nicht, wie ich das gerade mache, aber wenn ich Titanic Grosses für ein grünes, ne, der plus 3 gibt, einfach. Das ist Giant. Giant Growth, stimmt. Titanic Growth ist 2 Mana für 4 plus 4. Auf jeden Fall, Giant Growth gab es vor nicht allzu langer Zeit gab es Giant Growth in einem Set für ein grünes +3/+3 und jetzt haben wir hier 2 Mana mehr für +4/+4. Ja, ja. Also dieser Vergleich gibt nicht so viel Sinn normalerweise, weil jedes Set eigene Strukturen hat. Ja, aber der aber war ist trotzdem auch nicht bitter. Gut. Ja. Den hast du eigentlich auch nicht gespielt in War of the Spark. Also ihr werdet Mammoth Growth spielen, wenn ihr es misst. Das heißt, wenn ihr zu wenig Removal habt und irgendwo Interaktion braucht oder Protection, dann werdet ihr in diesen sauren Apfel beißen müssen. Aber das ist keine Karte, die ihr gerne spielt. Und ja. Das ist, denke ich, dann... Ist das eine 4 minus oder eine 4? Ja, geben wir ruhig eine glatte 4, ja. Weil, wie gesagt, manchmal performen so Combat Spells ganz gut, haben die Möglichkeit, wenn auf eine Trample-Kreatur drauf ganz gut zu sein, mal die letzten Schadenspunkte durchzukommen. So. Ja. Da sind schon einige Szenarien, die sich herstellen lassen, dass die Karte gut performt, aber meistens, wie gesagt, außer es fehlt euch wirklich kritisch an Interaktion, ist ein 3-Mana 3-3 ja viel, viel, viel besser als das da in eurem Deck. Ja, eine 4 für Mammoth Growth. So, als nächstes haben wir den Masked Vandal. Für 1 und ein grünes kriegen wir einen Shapeshifter at Common, ein 1-3er Changeling. Und er hat die Fähigkeit, when Masked Vandal enters the battlefield, you may exile a creature card from your graveyard. If you do, exile target artifact or enchantment an opponent controls. Ah, nice, nice, nice. Ja, das wäre jetzt erstmal eine klassische Sideboard-Karte, weil 2 Mana für 1-3er Stats, das bringt es heutzutage nicht mehr so ganz, normalerweise keine Kreatur, die du haben willst. Hier vielleicht ein bisschen... Changeling hilft besser natürlich. Dadurch, dass er Changeling ist und damit sozusagen ein bisschen, wenn ihr kritische Masse an gewissen Kreaturentypen braucht, dabei die Sprünge helfen kann. Aber dass der hier noch so einen Enter-the-Battlefield-Effekt hat, der ein bisschen unverlässlich ist, aber ja. Ein 2-for-1 ist, wenn ihr es aktivieren könnt, macht die Karte doch ganz schön interessant auf einmal als Main-Deck-Karte. Ja, also der Effekt wird im frühen Spielverlauf nicht passieren, weil ihr halt nichts im Friedhof haben werdet. Aber so Mid-Game bis Late-Game, da werdet ihr vermutlich dann irgendwas mal im Friedhof bekommen haben. Und dann, wenn der dann rauskommt und ein Enchantment oder ein Artefakt sogar exilt, dann hat er seine Pflicht aber mal locker erfüllt. Aber hallo. Selbst wenn der dann nur irgend so ein crappy Equipment, was euch eigentlich gar nicht so sehr interessiert oder sowas. Ja, das ist also das ist eben was ganz anderes als bei dem... Sogar wenn er nur ein Treasure mitnimmt, bin ich... Ja, ja, also das ist was ganz anderes, als worüber wir eben geredet haben mit dem... Das ist nicht Crushing Canopy, verdammt. Mit den Broken Wings. Ja, weil das ist ja eine ganze Karte, die ihr nur für diese spezifischen Ziele einsetzt. Bei dem hier, ihr kriegt ja noch einen Buddy dazu. Also wenn der dann noch irgendwas mitnimmt, selbst wenn es nur total klein und relativ insignifikant ist, habt ihr schon einen schönen Bonus gemacht. Und der kann natürlich auch, ich sag mal, spieldominierende Equipment... Sagas, irgendwelche... Göttliche Schwerter. Lijara, ja. Reflections of Lijara. Stimmt, ja. Enchantments, Gedöns wegblasen und so. Und das ist halt auch das Schöne, wie du gesagt hast, im frühen Spiel ist das ein 1-3er, wenn ihr einen 1-3er Blocker braucht oder irgendwie für irgendeine Synergie halt den Kreaturentyp braucht. Und im Late Game kann er nochmal als ein ordentlicher Removal-Spell, der zwar situativ ist, aber so funktioniert der noch ein Buddy hinterlässt. Also das ist ganz ganz nettes Paket. Doch. Dennoch bin ich nicht so richtig. Wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade auch ein bisschen die Stimmung dämpfen und wollte sagen, das Paket sieht nett aus. Allerdings bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den jetzt unbedingt in jedem Deck haben will. Ja. Im aggressiven Deck bestimmt nicht. Im aggressiven Deck absolut nicht. In einem Deck, was mit Changeling was anfangen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass der Mainboard landet. Ist eine fantastische Karte aus dem Sideboard. Also vor allem, wenn der Gegner Artefakte hat, die so im mittleren Spielbereich relevant werden. Ja, also einfach eine schöne Karte, die eigentlich beides kann. Vor allem wegen den schlechten Stats lieber nicht im Mainboard starten sollte normalerweise. Das ist wirklich gut, das so zu aber sehen. Aber es dann auch nicht so eine Schande ist, wenn das schlechte passiert. Stats und situative Fähigkeit, ja. Das sind Sachen...
darauf wollt ihr euch nicht verlassen, wenn ihr euer Deck baut. Ja, und daher ist es deswegen nur als Füllerkarte zu betrachten oder als ziemlich, wollte sagen, ziemlich gute Sideboard-Karte ist es ja auch nicht, weil es dafür nicht so richtig verlässlich ist. Aber ja, ich denke schon verlässlich genug. Aber irgendwie tut er genug Sachen, dass er mir gefällt. Ja, gefällt mir auch, aber ich glaube, er ist irgendwie kein hoher Pick, oder? Nee, auf keinen Fall. Den nimmst du mal gerne mit, wenn du den spät bekommst, aber den pickst du nicht hoch. Der ist eher in so eine 3-, 4-Plus-Richtung. Ich hätte es auch 3- gesagt. Die Upside, wenn es mal funktioniert und man dem Gegner irgendwas exilt, also Exile ist halt noch ein gutes Stück besser als Destroy in einigen Fällen. Also 3- ist, denke ich, okay. Okay. Puh, Old Growth Troll. Für grün bekommen wir einen Troll Warrior in Rare. 4-4 Trample. When Old Growth Troll dies, das ist irgendwie leichter auszusprechen als das Mammoth Ding, na egal. If it was a creature, return it to the battlefield. It's an aura enchantment with enchant forest you control and enchanted forest has tap it at 2 grüne Mana and 1 Mana, ein beliebiges Mana, tap it, sacrifice this land, create a tapped 4-4 green troll warrior creature token with trample. Bäh! Boah! Okay, also dreifach grüne Kosten sind ein bisschen heftig. Normalerweise will man bei seinen 3-Drops die ja verlässlich in Runde 3 ausspielen. Hier reden wir allerdings über einen 3-Drop, der ein 4-4er Trample ist, schon mal, ohne dass wir weiter auf die weiteren Fähigkeiten eingehen, die 6 sind. Hält mich das jetzt nicht davon ab, auch wenn ich nicht Mono-Grün spiele, den in mein Deck zu packen. Ja, es ist auch keine Schande, den in Runde 5 zu spielen. Man hat ja dann auch noch 2 Mana übrig, um was anderes zu machen. Zum Beispiel das. Also, das hier, ja, das ist ein 4-4er Trample für 3 mit einer Versicherung, die sich echt auch gewaschen hat, weil der erstmal tunt er ja dein Forest und im späteren Spielverlauf kann man dann den Forest einfach wegpflücken und kriegt einfach quasi einen neuen Troll. Und das kann ja nicht schlecht sein. Entweder bekommst du, also ich glaube, ich werde mir immer so vermutlich sofort den Troll wiederholen, aber ich meine, wenn du das Mana benutzen kannst, ist das ja auch noch super krass. Als wäre das nicht krass genug, wenn der einfach zurückkommen würde, nochmal als 4-4er. Ja. Nee, der muss auch noch Ramp geben. What the fuck? Das ist auf jeden Fall eine Karte, wegen der ich froh bin, dass wir hier so unser Feed the Serpent Exile Removal in Kamen haben. Ach, ja. Ansonsten würde der einfach sehr, sehr schnell ein Spiel allein entscheiden. Ha? Falls ihr das Fenster habt, was sehr unwahrscheinlich ist, zerstört ihr das Enchantment einfach auf dem Forest mit eurem Mask Vandal. Würde aber nicht oft passieren. Oh Gott, der ist so schlimm. Ja, ich glaube, wir haben, also die Mana-Kosten sind echt fies, aber Grün ist da auch am besten drin, damit umzugehen. Das ist so eine Standard-Kreatur, ne? Ist das eine 2+? Ich weiß. Also, Entschuldigung, wenn die Gegenseite keinen Exile-Removal hat, dann ist das eine 1. Das ist ein 4-4er für 3. Wie gesagt, ein bisschen schwierig zu casten. Ja, deswegen kriegt er von mir einen kleinen Malus. Aber der, wenn er stirbt, nochmal ein 4-4er macht. Das nenne ich mal Immediate Board Impact. Da bekommst du nicht eine Karte zurück, sondern ein 4-4er. Okay, ich meine, es gibt hier in Blau Bind the Monster, der den in Schach hält. Ja. Es gibt in Weiß dieses Bound in Gold, was den in Schach hält. Ja. Und es gibt in Schwarz Feed the Serpent, was den exilt. Ne? Also es gibt schon einige Antworten. Es gibt also in Kamen Antworten, die definitiv mit dem fertig werden. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht für uns. So, aber in allen Fällen, in der die Gegenseite nicht diese Interaktion hat, wie willst du den schlagen? Ich glaube bei einer 2+, glaube ich. Wobei, warte, was haben wir noch 2+? Spiel,
Ja, der Eradicator Valkyrie, die kann auch, ja. die kann auch ein Spiel übernehmen. Ist leichter zu spielen. Ja, ich glaube 2 plus ist okay für mich. Aber ich sehe auf jeden Fall, wenn du den jedes Mal, wenn du den immer on curve rausspielen kannst, dann ist er definitiv eine 1 im 1er Bereich anzusehen. Okay, sagen wir, weil er ein geheimer 5-Drop ist, gehen wir gerade so auf eine 2 plus raus. Du kannst ihn nicht wirklich on curve spielen. Und es gibt in 3 Farben in Common eine Antwort auf ihn, die ihn nicht zu einem absoluten Desaster für dich macht. Okay, aber wirklich nur wegen diesen sehr bestimmten kontextsensitiven Umständen. Aber das ist natürlich total krank, dass da, und das willst du nie auf der Gegenseite sehen. Also sagen wir deshalb gnadenmäßig 2 plus, aber ich will die Karte trotzdem nicht sehen. Oder halt in deinem Pack. Ja, okay. Path to the World Tree. Für 1 und ein grünes kriegen wir ein Enchantment. Es ist eine Uncommon. Und when Path of the World Tree enters the battlefield, search your library for a basic land card. Reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Und für 2 und Wuburg, also 1 von allen Farben, sacrifice Path of the World Tree. You gain 2 life and draw 2 cards. Target opponent loses 2 life. Path of the World Tree deals 2 damage to up to 1 target creature. You create a 2/2 green bear creature token. Naja, okay. Also jede Farbe macht irgendwas, ne? Genau. Weiß gibt 2 Leben dazu, blau zieht 2 Karten, schwarz zieht 2 Leben ab, rot macht 2 Damage auf eine Kreatur. Kreatur und grün macht ein 2/2er Bär. Das ist ja schön. Sehen wir direkt, blau ist unbalanced. Macht definitiv am meisten. Ja, hier. Wie von diesem, es war ja auch, wir haben ja eben über die Karte hier geredet, Giant Growth. Da war ja auch so ein Cycle im Alpha, im allerersten Magic Set. Jede Karte hat für einen Mana ihrer Farbe was bekommen, was 3 irgendwas gemacht hat. Rot hat 3 Damage bekommen. Ja, Lightning Bolt. Lightning Bolt, Classic, super starke Karte. Weiß hat 3 Leben bekommen. Healing Surge, glaube ich. Ja, es ist auch 3 Damage preventen oder 3 Leben dazu bekommen. Also im Prinzip 3 ist Leben schwarz, dazu, Dark Ritual? Dazu bekommen. Schwarz hat 3 schwarze Mana bekommen. Grün hat eben +3/+3 gegeben und Blau hat 3 Karten gezogen für ein blaues Mana. Das waren alles Instants, ne? Aber, ja. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich glaube, Ancestral Recall war aber eine Rare und die anderen nicht, oder? Ja. Aber Ancestral Recall war auch eine super Mythic, also damals war das ja ein bisschen anders strukturiert. Ja. So, jetzt mal zu dieser Karte, die nicht wirklich vergleichbar ist mit Ancestral Recall. Aber wer ist das auch schon, ne? Ja. Also wir haben hier zwar Fixing, aber es ist kein Ramp für 2 Mana. Und dazu eine Fähigkeit, die interessant ist, sage ich mal, aber halt auch ein sehr spezifisches Deck erfordert. Und 7 Mana. Genau, also normalerweise, würden wir jetzt für 2 Mana keine Karte spielen wollen, die uns einfach nur ein Land von irgendeiner Farbe raussucht, das kriegen wir eigentlich für 1 oder durch andere Effekte. Jetzt haben wir hier dieses draufgetackerte, das ist cool. Die bunte Wundertüte, sage ich mal. Ja. Ist eine spannende Karte. Ist schön. Aber ich denke, man spielt die wirklich nur, wenn man die Fähigkeit aktivieren kann. Und, ja. Aber ich meine, das reicht ja, dass du irgendwie Sultai spielst oder Timur oder so, also irgendwie 3 Farben davon, mit Grün natürlich und mit Grün als Hauptfarbe sehr vermutlich. Und dann hast du noch irgendwelche Duels aufgenommen oder hast noch irgendwelche anderen Fähigkeiten, die One Mana of Any Color aktivieren. Ist das eine Karte, die du, wenn du dreifarbig eh spielst, würdest du die immer nehmen und versuchen, die Wundertüte zu aktivieren? Nee. Also wenn ich schon dreifarbig bin, dann nehme ich mir die mit. Ich spiele die nicht für den Effekt alleine. Ja. Aber wenn ich dann zufällig noch irgendwo das bekomme oder wie gesagt irgendwie noch 3 Quellen habe, die irgendwie beliebiges Mana produzieren können, dann ist das schon gar nicht mehr so verrückt. Und wie gesagt, auf das ist 7 Mana und keiner von diesen Effekten alleine reißt besonders viel, aber alle zusammen machen schon eine ganze Menge. Ist es mehr als eine 4? Weil ich meine, schon sehr spezifisch, dass man den aktivieren kann. Ja, ich denke mal, Build-Around sollte man das halt auf jeden Fall nennen. Also okay. So weit ist es, aber dann habe ich Bock drauf. Ich finde das nett, was die Karte macht. Die ist nicht. Ich glaube, in jedem anderen Deck, was eben cool. die Wundertüte nicht aktivieren kann, ist es nur eine 4. Ja, höchstens, ja. Okay.
Ravenous Lindworm. Für 4 und 2 Grüne bekommen wir einen Worm in Common, 6/6er. When Ravenous Lindworm enters the battlefield, you gain 4 life. Ich glaube, okay. Der braucht Zahnseide. Der hat nämlich, glaube ich, einen Elch zwischen den Zähnen. Oh. Ja. Oh. Ja. Anscheinend ist dieser Elch 4 Leben wert, oder? Wie soll ich das hier entnehmen? Oh, sieht so aus. Schön am Snacken, der Lindworm. So, 6/6er für 6. 6/6er für 6 sind okay. Also 6/6er für 6 sind gut, wenn sie das Schlachtfeld betreten. Das Problem ist, dass sie 6 Mana kosten. Ja. Und der sozusagen kommt da ein bisschen drumherum, weil er nochmal 4 Leben zurückgibt. Genau, was das dann ein bisschen ausgleicht, dass du vielleicht halt vorher nicht aufs Board gespielt hast und ein bisschen extra Damage bekommen hast. So. Den haben wir auch schon mal gesehen in Ikoria als Honey Mammoth, genau. Und der hier ist quasi die identische Karte, nur dass er halt ein Wurm ist. Ja. Kein relevanter Kreaturentyp. Geh mal davon aus, dass das so auch eher eine Füllerkarte ist. Das Deck, was diese 4 Leben und einen 6/6er will, freut sich allerdings schon ein bisschen drüber. Das ist eher so ein rampigeres Deck. Es ist halt die größte Kreatur. Ich glaube, die größte Kreatur, die wir bis jetzt gesehen haben, außer vielleicht der 7/7er Cyclone Summoner oder der 8/8er Kraken. Stimmt, ja. Aber so in Common ist das die größte Kreatur, die hier rumläuft. Ja, ein bisschen ähnlich vielleicht wie auch der 5/5er für 5, so, ne? Also einfach Stats, die du da rauslegst. Wenn du Ramp hast und sowas, wenn du dem ein fliegendes Equipment anlegen kannst, dann freut er sich ganz schön. Das fliegende Equipment sieht echt ziemlich gut aus mittlerweile. Ja, ich weiß. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber es gibt da einen. Ich hab da einen Vergleich, aber darüber reden wir dann. Nein. Ist das Ancestral Recall? Nein. Wir reden dann darüber. Okay. Nicht jetzt. Nicht gespoilert werden. Also, was geben wir dem Lindworm? Eine 3 minus? Ich hätte jetzt 4 plus gesagt. In dem Deck, was ihn gerne will, ist er allerdings ziemlich nett. Ja, vielleicht ist eine 3 minus besser. Ja. Okay. Ja, die Katze sagt auch 3 minus. Mhm. Und sagt, fütter mich, du Arsch. Ja. Realmwalker. 2 und ein grünes für einen Shapeshifter. Es ist eine Rare. Und wie jeder Shapeshifter in dem Set ist es ein Changeling mit 2 Dreier Stats allerdings hier. As Realmwalker enters the battlefield, choose a creature type. You may look at the top card of your library anytime. You may cast creature spells of the chosen type from the top of your library. Ach, schon wieder sowas Situatives, wo ich so super viel von demselben Kreaturentyp brauche, wie bei Reflections of Lejara. Huh? Nicht ganz in dem Fall, denn wir haben ja hier eine Kreatur, auf die das Ganze drauf präpariert wurde. Und wir sind in der Farbe der Changelinge. Das heißt, wir kriegen als Bonus, wenn wir jetzt zum Beispiel Kifkin nehmen, kriegen wir immerhin alle Changelinge. Ja, also ein 3-Mana, 2-3er ist ja jetzt nicht besonders beeindruckend, oder? 3-Mana, 2-3er beeindruckt uns definitiv nicht. Wenn wir jetzt allerdings schon eine Karte treffen würden von unserer Library, haben wir quasi eine Karte gezogen. Und dann ist das Ganze schon wert. Also ich denke, von den Karten, die irgendeinen Creature-Type fordern, ist der bisher eine der besten, weil er in der Farbe der Changelinge ist. Und dazu kommt, dass er braucht nicht viel, damit er spielbar ist. Also ein 2-3er, der eine Karte zieht, wäre eine Superkarte. Und der ist nicht so weit davon entfernt. Was sagst du dazu? Der ist sogar sehr nah daran, viel, viel mehr zu machen. Ja. Sobald du 2 Kreaturen mit dem von deinem Topdeck gecastet hast, dann fühlst du dich wie ein Gott. Also, vermutlich auch einer der besten Elfen. Ja, der ist sick. Ja, außerdem noch nur nebenbei, aber du hast den Informationsvorteil. Du weißt, was dein Topdeck ist. Selbst wenn es jetzt nicht irgendwas ist, was du casten kannst, hast du nochmal mehr Informationen, mit denen du arbeiten kannst, wenn es ums Blocken und Angreifen und sowas geht, was natürlich auch relevant ist. Ja, wenn ihr ein Paper spielt, übrigens, achtet darauf. Also guckt wirklich immer auf eure Library und vergesst das nicht, denn wenn ihr das mal überseht, dann habt ihr quasi eigentlich schon eine Karte mies gemacht, wo ihr eine gut machen könntet. Also
für Paper da... Oh ja, Arena zeigt euch das automatisch genau an. Euer Top-Tech in Paper müsst ihr da selber nachsehen. Aber wann kommen wir nochmal dazu, in Paper zu spielen? ja, aber Ram Walker, der erinnert ja sehr an den Rizier of the Menagerie aus Amonkhet oder auch auf Devastation. Ich glaube, der war im Original Amonkhet. Das war ein 4-Mana-3-4er, der hat Creatures, alle Creatures gecastet. Der war natürlich noch ein bisschen besser, aber das hier ist schon ziemlich sick, muss man sagen, ja. Haben wir hier einfach eine 2? Ich weiß nicht, 2 Minus fühlt sich falsch an. Ja, 2 fühlt sich auch manchmal noch falsch an. Beides, ja, so weil der irgendwo. Weil der, wie gesagt, so snowbally ist. Ne? Wenn die Antwort nicht sofort da ist, dann kann der halt richtig abgehen. Also ich glaube, ich bleibe einfach bei der 2. Da fühle ich mich wohl mit. Ja, ich hätte es auch bei einem krasseren Sachen eine 2 plus gegeben. Es ist okay, hier eine 2 zu machen, aber der zieht mich sofort in grün. Wenn ich den sehe als meine Karte ganz oben links, dann bin ich in grün. Ich glaube, ich gebe dem eine 2, weil wir eine Common im Grün haben, die ein 3-3er für 4 ist, der eine Karte zieht. Okay. Kommt noch. Rootless You, für 3 und 2 Grüne bekommen wir in Treefog in Uncommon 5-4er mit der Fähigkeit. When Rootless You dies, search your library for a creature card with power or toughness 6 or greater. Reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Eieiei. Also, wir haben hier einen 5-4er, der uns eventuell eine sehr gute Karte zieht. So lese ich das ja jetzt erstmal. Ja, das Schöne ist, dass er diese Karte in einem Spielbereich zieht, wo wir diese auch spielen können. Also wenn das Ganze irgendwie auf einen 2-2er getackert wäre, dann wäre das noch ein bisschen hin. Auf einem 5-Mana-Typen ist das allerdings schon in sehr naher Zukunft. Und das, ich weiß nicht, wenn, stell mal vor, der Gegner hat den liegen. Tötest du den? Also, weil kommt da was Schlimmeres? So, das sind so die Gedanken. Das stimmt, das könnte auch sein, dass er gar nichts ist. Ja, ja. Könnte sein, dass das Grund genug ist, die Karte zu spielen, selbst wenn du keine Kreatur hast, die das trifft. Weil ein 5-Mana 5-4er ist nicht furchtbar. Wir haben ja schon drüber geredet, dass wir den 5-Mana 5-5er vielleicht auch deshalb noch ein bisschen mehr sexy finden, weil der nicht von Demon Bolt getötet wird. Das wird der hier schon. Aber die Gegenseite überlegt sich halt auch zweimal, den zu töten, weil sie das nicht machen will. Aber man kommt ja auch anders nicht mehr durch den durch. Also, wenn du keine Flieger hast oder so, dann wirst du wohl irgendwann in den sauren Apfel beißen müssen. Huh? Was wir vielleicht auch noch einmal bedenken müssen, also ist mir erst auch gefallen, als du eben bei dem Wurm es angesprochen hast. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Ziele, oder? Es gibt nicht viele Kreaturen mit 6 Power oder Toughness. Ja, es gibt den 0-6er-Ochsen. Okay. Da suche ich mir lieber nichts raus, ist ja peinlich. Es gibt also, noch, was haben wir noch? Bevor den 3-6er Godsoul Guardian. Also wenn ihr den hier in euer Deck reinnehmt, dann guckt auch, dass ihr, oder wenn ihr den draftet, dann guckt, dass ihr Ziele habt oder versucht, welche danach mitzunehmen. Ja, aber ich wollte ja sagen, vielleicht spielen wir den ja auch ohne, weil der eventuell die Gegenseite verwirrt und zu schlechten Spielzügen bringt. Wenn eine Karte quasi sagt, dass ich eine Karte ziehen darf, dann würde ich das schon gerne nutzen. Ja, ich will das auch machen. Ist ja nicht so, als würde ich da Nein sagen. Aber stell dir vor, du nimmst ihn und du kriegst aber keine Kreatur. Ja, das ist solide. Mit Power 6 oder 6 spielen wir den dann auch, ist die Frage. Also, ich glaube nicht. Aber es ist möglich, weil er einen Impact aufs Spiel hat. Das ist wieder dieses Threat of Activation-Ding. Euer Gegner kann einfach Angst davor haben. Schade, dass er nicht auf den Graveyard auch guckt, ne? Das ja, oh, jetzt. Du willst aber auch echt. Ich sag viel. Das nur aus dem Grund, dass man will eigentlich nicht so viele teure Kreaturen haben. Und wenn man die vielleicht vor ihm zieht und die dann schon tot ist, dann kann es halt sein, dass man kein Ziel mehr hat. Deswegen hatte ich das nur gerade. Aber das würde ich sagen, das ist was ich bereit bin einzugehen. Also ich will eine Kreatur mindestens drin haben. Und wenn ich die vorher ziehe, dann habe ich die halt vorher gezogen. Und in der anderen Hälfte der Spiele wird er mir eine extra Karte ziehen. Also das wirkt ja ganz ziemlich gut auf mich, ehrlich gesagt. Auf mich wirkt er auch so ein bisschen wie solide Plus. Und wenn ich eh schon eine Karte habe, die ich gerne raussuchen würde, dann wirkt er wie eine gute Karte. Also ich würde dem unter der Voraussetzung, dass wir eine Kreatur haben, würde ich sogar so weit gehen. Oh, fuck. 3 plus, oder? Ja. Ich wollte gerade 2 minus sagen, aber dann ging es mir durch den Kopf und ich so, nee, ist doch nur eine 3 plus. Ich denke auch, 3 plus spiegelt, glaube ich, ganz gut wieder, was hier so das Programm ist. Auch vor allem, weil
6 Power und 6 Toughness nicht so oft vertreten ist im Set. Aber das ist, ich muss das jetzt mal an der Stelle hier kurz bemerken. Also, okay. Das hat jetzt nichts mit der Karte speziell zu tun, aber wir haben wirklich viele Karten, die so spezielle Dinge von uns verlangen, die aber auch so irgendwie ganz okay sind oder so, ja. dass deswegen hat das Set auch so den Eindruck, als würde man da super viele verschiedene Sachen machen können, weil viel davon so unspezifisch ist, aber auch so wenig von einem verlangt eigentlich, so an Risiko einzugehen oder so, ne? Also ja. Auch hier, ne? 5 Mana, 5 Vierer ist ja okay, aber der kann richtig gut sein, ne? Der kann auch irgendwie einer der besten Karten aus eurem Deck performen und so. Klar, wenn man den spielt und der stirbt und was findet, dann zieht er ja quasi eine der besten Karten, die gerade noch in deinem Deck ist, raus, weil das ja gerade der Zeitpunkt ist, wo du sie spielen kannst. Also, das ist alles interessant. Und ich glaube trotzdem, es ist halt nur eine ja. Plus. Ne? Ja, ja, ja. Aber ja, interessante Anmerkung, wirklich sehr, sehr viele spezifische Karten hier. Ja, ja, es geht wurzelig weiter mit Roots of Wisdom. Für 1 und ein grünes kriegen wir eine Sorcery, ist eine Common, Mill 3 Cards. Das bedeutet, wir legen die obersten 3 Karten von unserer Bibliothek in den Friedhof. Then return a land card or elf card from your graveyard to your hand. If you can't, draw a card. Du gähnst gerade. Ja, Millen heißt die obersten Karten hab oder so viele. Gesagt. Entschuldigung. Ja. So wenig hast du aufgepasst. Die Karte langweilt mich. Ja, die kann dich ruhig langweilen, aber die ist nicht schlecht. Nicht? Ich glaube, die ist schlecht. Ich glaube, dass du die nicht in dein Deck reinpackst. Also, nicht, dass die furchtbar ist, die als Füllerkarte zu spielen, aber wir haben Vorteil ja, und den ganzen Scheiß und sowas. Willst du das auf zwei Mana? Nee, was ich gerade ein bisschen überlesen habe, ist das If You Can't, nicht If You Don't. Ja, ja, genau. Du musst auch, genau. Ja. Ja, okay, also das Problem ist hier, glaube ich, eben, dass wir nicht die Wahl haben, wenn wir ein Land millen und keins wollen, dann müssen wir leider trotzdem das Land nehmen. Und dann ziehen wir leider keine Karte. Du kannst nur eine Elf-Karte, nicht mal eine Creature-Card, also. Ja. Kleiner Bonus für die Karte, wenn man welche von den Multicolor-Activation-Ländern hat. Oh ja, oh ja, guter Punkt. Weil dann kann man die damit nochmal wiederholen. Im Elf-Deck ist die auch ziemlich gut, denke ich, weil für 2 Mana Recursion oder halt Länder, wenn man sie braucht, da wird die ihre Rolle spielen. In allen anderen Szenarien sieht das allerdings nicht so Bombe aus. Dann ist sie quasi im späteren Spielverlauf einfach wie ein weiteres Land, was man zieht, leider. Im Elfendeck umgeht die das und das ist um einiges mehr wert. Also ich glaube, im Elfendeck ist die eine 3 und in allen anderen Decks eine 4 minus 4? Eine 4, aber die Sache ist, dass die Karte werde ich immer picken wie eine 5. Ja. So. Also, oder eine 5 plus vielleicht. Weißt du, selbst wenn die echt okay ist im Elfendeck, ich glaube nicht, dass ich die irgendwie picke. Naja, also im Elfendeck ist die schon ziemlich solide, denn wenn du Länder brauchst, findet sie dir die Länder hoffentlich und im späteren Spielverlauf holt sie deinen besten Elfen wieder, der tot ist. Also ich glaube schon. Was ist mein bester Elf? 5-5 auf dem Bär. Ja, gut, den wir selten spielen, ha. Ja. Also vielleicht, wenn ich King Harald habe, 2-mal oder so, dann hole ich mir, dann denke ich vielleicht mal drüber nach und dann mit den Multiländern. Also vielleicht kommen wir hier doch auf eine Karte, wo wir da sagen können, wenn so ein paar spezifische Bedingungen für euer Deck erfüllt sind, dann sieht die Karte auf einmal interessant aus und für alles andere ist die total uninteressant. Und ja, habe ich auch so gesagt. Ich habe ja fürs Elfendeck spezifisch eine Frage gegeben. Ja, aber nicht fürs Elfendeck, sondern ich würde sagen, okay, nee, wenn du, also nicht einfach nur, ich bin schwarz-grün, ich bin das Elfendeck, ich spiele Roots of Wisdom, so. Also das möchte ich nochmal spezifizieren, sondern wirklich, ich habe auch nice Elfen, die mir irgendwie ein 2-for-1 oder Value anderswo geben oder sowas. So meine ich das. Ja. Finde ich. Also ich weiß nicht, die Flexibilität tut es für mich. Wenn ich im Elfendeck bin, dann habe ich kein großes Problem mit der Karte. In allen anderen Decks habe ich schon ein kleines Problem mit der Karte. Ich gebe der Karte eine 4-. Ja, also Elfendeck ist das für mich so eine 3, denke ich. Und in allen anderen Decks... ja, die 4- wird schon stimmen. Oh. Rune of Might. Oh nein, die Runen sind dein Ding. Das machst du, auch wenn ich dran bin. Rune of Might. Für 1 und ein grünes kriegen wir ein Enchantment. Aura Rune.
Und es ist eine Uncommon Enchant Permanent. When Rune of Might enters a battlefield, draw a card. As long as Enchanted Permanent is a creature, it gets +1/+1 and has Trample. As long as Enchanted Permanent is an equipment, it has Equipped Creature gets +1/+1 and has Trample. Also das normale Runenprogramm, diesmal mit der Fähigkeit Trample, aber noch dem kleinen Bonus, +1/+1 für die Stats. Mhm. Ja, also alle Runen sind gut. Und da ist die hier auch keine Ausnahme. Also die, wir hatten eine Karte in Seros und die war Celestian Tactics, glaube ich. +1 mhm. +0 und Trample und ziehe eine Karte, wenn die reinkommt. Celestian Training, ja. Stimmt, ja, genau. Und die hier ist besser, weil sie auch auf eben diese Runenfähigkeit hat, dass man sie auf dem Land spielen kann, wenn man mal nichts hat zum Verzaubern. Und man kann sie auf dem Equipment spielen. Und da ist der Bonus auch ziemlich relevant. Also und später kannst du das Land mit deinem Avalanche Crawler zum Leben erwecken. Und es ist ein 5-5 Hexproof Trample mit Haste. Ja, das ist einfach wieder eine 2-, oder? Ja. Schön. Ja, dann darfst du jetzt wohl die... Sweet. Saros Packmate. Für 3 und ein grünes bekommen wir einen Wolf. Incoming. Ein 3-3er. When Saros Packmate enters the battlefield, draw a card. Vorteil für 1 und ein grünes. Mhm. Guter Junge. Saros Packmate ist die beste grüne Kammen, bin ich mir ziemlich sicher. Da bin ich sehr zuversichtlich. Also ein 4-Mana 3-3er ist ziemlich unterwältigend. Ein 4-Mana 3-3er, der eine Karte zieht, ist ziemlich gut. Und ich kann den sogar noch vertellen. Also wenn ich irgendwie vielleicht Mana-Probleme habe oder sowas. Runde 2 vertellen, Runde 3 ausspielen. Selbst wenn ich nicht mein drittes Land gezogen habe und dann hilft er mir dabei, meine Landdrops zu treffen. Ansonsten kann ich ihn flexibel in meiner Kurve unterbringen, wie ich will. 3-3er sind meistens relativ relevant, immer. Und ich weiß nicht, möchtest du auch noch ein paar Loblieder auf ihn singen? Oh, ich glaube, du hast eigentlich schon genug gesungen. Der ist wunderbar. Ist ein guter... Und was für ein, gut, was für ein cleanes Design. Guter Mate in deinem Pack dann. Wie schön. Wie wenig Text. 2-? Das ist so toll. Ja. 2- oder 2. Ich gebe dem eine glatte 2. Ich glaube, der man unterschätzt das immer noch, wie sehr dieses eine Karte nachziehen. Man sieht ja den Impact von ihm nicht so krass wie jetzt bei irgendeiner Rare oder so, die irgendwelche splashy Sachen oder sowas macht. Aber dass du dann die zusätzliche Karte auf der Hand hast, das macht so viel aus. Und davor hast du ein 3-3er. Von dem würde ich 5 Stück in einem Deck spielen wollen. Ja, ich mache mein Deck voll mit Packmates. Bestes Deck aller Zeiten. Krieg ich aber eh nicht. wenn du den gegen den Raven setzt, ja. Wen hast du lieber? Den hier. Knapp, aber den hier, ja. Okay, ja. Also ich glaube... Und dem Raven haben wir auch eine 2 oder 2- gegeben? Ich glaube, 2-. Also ich gebe Packmate eine 2, habe ich ja schon gesagt. Ich gebe dem eine 2-, aber einfach nur, weil ich denke, ich Karten, die ein Stück besser sind, eine 2 gegeben habe. Ich glaube auch, es kann sein. Das ist unser erstes Mal. Wir arbeiten wirklich hart dran, wir geben uns Mühe, aber dass da manche Unstimmigkeit mit unseren Bezugsnormen herrschen bei der Notenvergabe. Sind noch nicht ganz so einfühlsam bei der Notenvergabe. Richtig. Okay, aber ja, ist eine tolle Karte, richtig, richtig gute Kamm. Tolles Viech. So, Sculptor of Winter, 1 und ein grünes für ein Snow Creature, ein Elf Rogue. Und das ist eine Kammen, hat 2/2er Stats und die Fähigkeit für Tappen, Untap Target Snowland. Also hier haben wir die Snow Ramp Creature, über die wir vorher schon gesprochen haben. Also die haben wir schon mal angeteasert. Die ist ziemlich gut, wenn man denn Snowlands hat. Denn dann ist sie ein 2-2er, der einen Mana quasi produziert. Oder mit, wie ist das Enchantment? Glittering Frost. Mit Glittering Frost sogar 2 Mana macht. Ja, ich denke, die ist ziemlich relevant im Format. Ab wie viel Snowlands würdest du die denn spielen? Mhm. Ja, die Sache ist ja, dass die ja nie tot ist, weil ein 2-Mana 2-2er mehr ist, aber irgendwo spielbar. Und das heißt, es kann im schlimmsten Fall sein, dass sie die ja erst später
zusätzliches Mana verschafft, wenn du es vielleicht nicht mehr brauchst. Und das ist dann sozusagen das Risiko, was du eingehst, wenn du wenige Snowlands hast, wenn du irgendwie nur 3, 4 Snowlands oder sowas nebenbei aufgeschnappt hast, du ein Elf-Deck bist oder so und den in deinen Two-Drop-Slot reingemacht hast und gesagt hast, ja, manchmal kann ich dadurch in Runde 3 schon 4-Drop ausspielen oder so. Und manchmal ist es einfach nur ein 2-2er Elf. So, das ist so der schlechteste Fall. Und im besten Fall macht ihr dir ab Runde 3 jede Runde ein zusätzliches Mana mindestens. Wie gesagt, Glittering Frost macht den ganzen noch ziemlich viel krasser. Also sieht gut aus. Sieht aus nach was insgesamt ein hoher Pick sein sollte, weil eben das Risiko nicht besonders hoch ist, was du eingehst, ihn zu picken. Das stimmt, ja. Also sieht nach einer guten Common aus, die, wie gesagt, auch wirklich essentiell ist für die ganzen Snowdecks. Und wir haben ja schon gesagt, sieht wirklich stark danach aus, als würde Grün wirklich meistens dieses Snowding machen wollen. So. Ist 3+? Ja. Und natürlich bitte in die Kommentare schreiben, wie widerlich sind diese Ohren? Kurz kommentieren. Oder findest du die eklig? Ja, irgendwie schon. Das sieht aus, als hätte man irgendwie, das kommt ja auch noch so aus der Haut, ich kann jetzt hier natürlich nicht zeigen, aber doch, wir haben ja einen Mauszeiger. Ja, komm, das sieht scheiße aus. Nein, das sieht voll in Ordnung aus. Also, das sieht ja so aus, als würde das hier so rauskommen, ja, und sich hier so rausschlängeln, als wäre unter der Haut irgendwie so ein Metallgewebe oder sowas, was man dann so in das Ohr reingesteckt hätte. Ich weiß es nicht. Ja, das soll ja einfach dieses Muster sein natürlich, was irgendwie so mit dem Nordischen dann verbunden wird hier an der Stelle. Nee. Aber ist schon ziemlich... Ja. Also die würde ich nicht mit nach Hause nehmen. Doch, würde ich machen. Den Kommentar... Doch, Entschuldigung, es ist auch Quatsch. Ich bin leicht zu haben. Ich habe gehört, die hat sehr eisige Hände. Bin ich dran? Nee. Snakeskin Veil für ein grünes bekommen wir instant in common. Put a +1/+1 counter on target creature you control. It gains hexproof until end of turn. Das ist also ein Upgrade für Ranger's Guile, das wir in M21 gesehen haben. Das war nämlich target creature gets +1/+1 until end of turn and gains hexproof. Und hier kriegen wir einen +1 counter stattdessen. Das sieht ja erstmal ganz nett aus, hm? Das sieht insgesamt eigentlich ganz nett aus, finde ich. Also es, halt, es hat halt den Vorteil, den ich bei meinen Combat-Tricks suche, dass es auch Protection ist. Und mit Hexproof haben wir hier Protection gegen Removal. Wir haben allerdings auch einen kleinen Nachteil. Also für ein grünes bin ich ziemlich zufrieden mit der Karte. Aber der Bonus von +1/+1 ist im Combat meistens nicht ganz so gut wie jetzt andere Effekte. Also wenn es jetzt eben darum geht, wenn es jetzt viel um Combat geht und nicht viel um Removal-Spells geht... Dann ist man mit anderen Sachen besser. Dann sieht er nicht so gut aus. Wenn es um Removal geht, dann ist das beispielsweise ein Counter-Spell für einen Removal, der einen +1-Counter auf meiner Kreatur hinterlässt. Super. Das ist geil. Das ist kein 2-for-1, aber es ist mehr als ein 1-for-1, weil ja dieser Counter eben bleibt auf der Kreatur und ich gerade mit dem Removal-Spell fertig geworden bin. Das ist schon ziemlich cool. Also für einen Combat-Trick ist das hier... schon einer der besseren, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Wenn ich also viele Kreaturen habe und oder... Viele gute, wertvolle Kreaturen. Genau, wollte ich sagen und oder, aber eigentlich und ein paar wirklich wertvolle Kreaturen habe, 1, 2 Bomben oder sowas, dann wird er auf jeden Fall ziemlich interessant. Vor allem Bomben, die halt irgendwie rumliegen und irgendwelche starken Sachen machen, wie dieser Ramwalker oder sowas. Da würde ich mal schon mal gerne so eine Kopie davon drin haben. Ja, aber ich denke mal, also ich werde selten 2 Kopien davon spielen. Würde ich sagen. Eher selten. Ja, denke ich auch. Also so kann man aus dem Sideboard auch gut reinnehmen, wenn man merkt, dass der Gegner sehr viel Removal hat und das einem Probleme macht. Es gibt ja auch Decks, die damit kein Problem haben, weil die einfach nur entbehrliche Kreaturen haben. Wenn man jetzt allerdings was hat, was man gern beschützen möchte und das dann wirklich das wert ist, dann kann man da auch mal mehr reinnehmen, aber wie jeder Combat-Trick das Problem natürlich, du brauchst ein Target und wenn man den Topdecken keine Kreatur hat, ja, dann hast du davon auch nichts. Und wenn wir das jetzt in Noten fassen, ist es nur eine 4+ vielleicht? Ja, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Aber kann im richtigen Deck halt auch voll gut abgehen. Ich denke, die erste Kopie ist ein bisschen Mehrwert. Vielleicht ist die erste eher so eine 3- oder vielleicht oder so. Sogar eine glatte 3. Ja, doch, stimmt, da bin ich dabei. Okay. Ja. Erste Kopie, sofern man nicht nur Abfallkreaturen im Deck hat, einfach eine glatte 3.
Danach lässt es stark nach. Sollte man auf keinen Fall hochpicken, Dings. Aber wenn ihr es zurückbekommt und ihr, wie gesagt, einen ständigen Haufen Kreaturen habt, dann seid ihr eigentlich ganz froh um den ersten davon. In dem Set gibt es jetzt auch keine Counter-Synergie, insofern ich das richtig sehe. Dementsprechend ist da nicht noch zusätzliches Value zu holen, außer dem Stat-Bonus, der bleibt. Also da, deswegen, ihr müsst jetzt kein Counter-Deck bauen und die dann da reinpacken. So, Spirit of the Alderguard. Für 3 und ein grünes kriegen wir eine Snow Creature Bear Spirit. Es ist eine Uncommon mit 0-4er Stats. Oder hoffen wir, da kommt noch was. When Spirit of the Alderguard enters the battlefield, search your library for a Snowland card. Reveal it, put it into your hand. Then shuffle your library. Spirit of the Alderguard gets +1/+0 for each other Snow permanent you control. Also, haben wir hier auch ein sehr nettes Paket. Grimmig guckenden Geisterbär, der uns aber, wenn wir im Draft nicht versagt haben, sogar fixt. Denn es gibt ja auch die Snow Double Lands, also die Doppel-Snow-Länder, die direkt zwei Farben tappen und Snow sind. Und die kann man sich hiermit auch aussuchen. Es steht hier nicht Basic Snowland. Mhm. Und selbst das wäre ja kein Untergang. Nee, sogar, also der gibt einem sofort erstmal schon mal eine Karte wieder. Und das Schöne ist auch, dass er im Laufe des Spiels wächst. Und er bringt sich ja sofort quasi schon mal ein 1/+0 mit, weil man ja sich dieses Land raussucht und das dann spätestens im nächsten Zug dann spielen kann. Und dann ist er schon mal ein 1/4er und es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass ihr eh schon Snow Permanence draußen habt. Und er guckt nicht nur auf die Länder, obwohl er ein Land raussucht. Also wenn ihr Snow-Kreaturen habt, wächst der noch mehr. Also der und bringt für andere Synergien direkt schon mal 2 Snow Permanence, ne? Sich selber und das Land mit. Nice, schönes Päckchen, ey. Also der ist sogar in Nicht-Snow-Ländern spielbar. Da ist er dann solide, sag ich mal, weil er vermutlich auch so vielleicht 2/4 endet, der in einem Land raussucht. Ja. Und im Snow-Deck kann man hier manchmal schon mal sogar so einen 6/4er oder sowas haben. Ja. Also ein richtig guter Angreifer und Blocker auch. Ich meine, wir haben ja schon hier bei Saruth's Packmate, habe ich ja schon Sprünge gemacht und das war ein 3-3er, der eine Karte zieht für 4. Ja. Und das ist, wie gesagt, wenn man ihn so sieht, ne, meistens wohl ein 4-Mana-2-4er, der eine Karte zieht, mit deutlich mehr Luft nach oben. Siehst du den cool. als besser als Packmate? Ja, ich denke schon. Ist das eine glatte 2? Ja, ich denke, das ist eine. Also, ich denke mal, die sind. Also im Snowdeck ist der da besser und im durchschnittlichen grünen Deck ist vielleicht Packmate manchmal ein bisschen besser. Aber Spirit auch gut. Und wie gesagt, weil der, glaube ich, super wichtig ist für Snowdeck oder so. Ich würde ihm auch einfach eine glatte 2 geben. Ich habe ja Saurus Packmate auch eine glatte 2 gegeben. Die gefallen mir da. Ich glaube, ich bin jetzt auch hier mit der 2 mit dabei. Mir gefällt sehr gut, dass er eine 4-Mana-Karte ist, die halt dann hilft, noch mehr Mana zu finden. Also einfach, da, dass man da nicht auf in der kritischen Phase für Mana, wenn man jetzt teure Sachen hat, zu wenig hat. Das gefällt mir so gut. Also er spielt sich sehr schön on curve, um dann weiter rauszuhauen. Mit den 4 Toughness ist er auch nicht leicht umgänglich für den Gegner. Und fixt halt auch nochmal zusätzlich. So und ist halt deshalb als Draft-Pick so toll, weil das ist ein famoser Snow-First-Pick, weil der ja auch noch die Rolle erfüllen kann, dass du ihn einfach so als Fixing im grünen Deck benutzen kannst. Und wie gesagt, selbst wenn du einfach ein zweifarbiges normales grünes Deck bis ohne besondere Snow-Synergien immer noch solide ist. Ich glaube, in einem normalen Deck würde ich ihn, wenn ich jetzt nicht wirklich viele Snow-Länder gepickt habe, würde ich ihn, glaube ich, ab 3 Ländern gerne spielen. Oder? Ja. Unter 3 wird ein bisschen kritisch, also mit einem nicht, weil dann ist die Chance aber bei 2 denke ich, dass das problematisch wird. Bei 2 denke ich auch schon drüber nach, weil ich sollte auch meistens noch aber ein paar andere Snow-Permanents drum baumeln haben, ja. Ist schön. Ja, gefällt mir auch gut. Struggle for Scamfar. 3 und ein grünes für eine Sorcery in Common. Put a +1/+1 counter on target creature you control. Then that creature fights up to one target creature you don't control. Und Foretell für ein grünes. Also haben wir hier eine Karte, die tatsächlich günstiger wird dadurch, dass wir sie foretellen. Das ist wirklich selten hier, ja. Ja, das ist selten. Und also wir haben ja im Prinzip Hunt the Weak. Das ist ein Spell, den es früher häufiger noch gab, ne? Also +1/+1 Counter und Fight. Da, wir haben ja schon darüber geredet, wie so ein Stat-Boost so einem Fight-Spell ziemlich hilft. Schön, dass er auch noch bleibend ist. Ja, also Hunt the Weak hat
auch mal ganz solide performt, aber ein bisschen teuer manchmal. Ja. Und abhängig davon, dass man Kreaturen draußen hat, das sind alle Sachen, an die man denken sollte. Dass man das hier für ein grünes so noch irgendwo unterbringen kann, das ist schon ziemlich cool irgendwie. Ich halte das für ein gewaltiges Upgrade. Also das, also dass man den Fortellen kann, dann für ein grünes spielen kann, das ist richtig super. Also was, glaube ich, nämlich wichtig dabei ist, weil wir haben ja schon gesagt, dass Fight Spells sehr situativ sind. Ja. Nicht nur, weil du Kreaturen, sondern weil du auch noch darauf achten musst, dass die Gegenseite keinen Mana offen hat, damit sie nicht dazwischen funken kann oder so. Aber weil du das hier für ein grünes irgendwo dazwischen schieben kannst, wenn du gerade eine Kreatur ausspielst oder so, nicht noch eine Runde warten musst und alles Mögliche. Das ist schon cool. Das ist ja auch der Zeitpunkt, wo man diesen Spell eigentlich einsetzen möchte. Und es sollte nicht zu schwer sein, den einfach früh zu foretellen. Also ich halte den für einen der besten Fight-Spells, die wir so in letzter Zeit gesehen haben. In Kamen, ja. Und auch vergleichbar eigentlich auch mit dem Snow-Fight-Spell, also der vom Power-Level, weil eben dieses für eins aus dem Exile zu spielen, gefällt mir richtig gut und mit dem bleibenden Bonus. Ich glaube, dem Snow, haben wir dem Snow eine 2 gegeben? 2 Minus oder so, glaube ich. So ich glaube, das hier ist aber auch eine 2 Minus. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Also das ist schon was, wo ich mir denke, da denke ich doch mal drüber nach, wenn die noch 5., 6. Pick oder sowas im Pack ist, dann denke ich mir, grün könnte hier ganz offen sein. Ich meine, ich will lieber den Packmate, um mich in aber grün zu ziehen von den Commons her, aber das ist ein netter Ersatz dafür. Also wenn ich wenig Removal habe, würde ich den über Packmate nehmen. Ich glaub, Interaktion ist wichtig. Ja, das stimmt. Ja, wenn ich wirklich praktisch keine Interaktion habe, dann würde ich das mal ausnahmsweise über Packmate nehmen, aber das ist keine Situation, in der du sein. Ich glaube auch nicht, dass man oft in die Lage kommen wird, dass man beim First Pick sich zwischen denen entscheidet, ist das hoffentlich noch was ein bisschen Spannenderes vielleicht. Ja, das will ich auch hoffen. Aber kann einen schon mal in grün ziehen oder einem die richtigen Signale liefern, dass grün offen ist. Ja, ist eine coole Karte. 2 Minus ist cool. Auch dieses eine für eine grün kann halt auch, hatten wir schon beim Snowfight-Spell angesprochen, kann für einen richtig krassen Zug sorgen. Also einfach, dass man für einen grünen die Kreatur los wird und dann kann man ja noch was machen. Vielleicht kann die Kreatur durch den Counter trotz Schaden durch den Fight noch angreifen. Also da ist auf jeden Fall viel Potenzial nach oben da. So, jetzt haben wir Toski, Bearer of Secrets. 3 und ein Grün für ein Legendary Squirrel. Es ist eine Rare. 1-1 Stats. Klingt erstmal scheiße. This spell can't be countered. Indestructible, okay. Toski, Bearer of Secrets attacks each combat if able. Hat anscheinend Tollwut. Whenever a creature you control deals combat damage to a player, draw a card. Ja, what the fuck? Also das ist praktisch ein, wie ein Enchantment. Wie ein Enchantment, ja. Nur, dass das Enchantment indestructible ist und für eins angreift. Jede Runde, was man nicht unterschätzen sollte, weil die Gegenseite wird ja sehr dazu verleitet sein, den zu blocken, was also super ist für irgendwelche Combat-Tricks oder so, die ja normalerweise nicht so geil sind. Das stimmt, ja. Weil denkt sich, ja, dann blocke ich halt hier mit meinem 3-3er oder so und du so, bam, bam, zack, weg damit. Das ist sausau cool und hat natürlich eventuell auch sofort Impact in der Runde, in der du den ausspielst, wenn du einen Flieger hast oder so oder eine Kreatur, die einfach gut angreift. Eine der wenigen Kreaturen, die man vorm Combat mal gerne ausspielen sollte. Oh ja, stimmt. Wie ist denn nochmal dieser rote Typ für 5 Mana aus einem Core-Set, war der, glaube ich, ne? Der Goblin, der... Ach so. Brash Taunter? Oder ja, was? Ja, Brash Taunter hieß der 1-1 Indestructible. Der war ein bisschen was anderes. Hier haben sie immerhin verstanden, dass der Text, dass der jede Runde angreifen muss. Ach so, dass der nicht blocken darf. Dass der nicht, dass diese Indestructible-Kreaturen, die blocken dürfen, richtig scheiße nervig sind. Da konntest du vergessen, das Spiel, wenn der rauskam. Das ist bei dem hier jetzt nicht unbedingt so. Nicht ganz so, ja. Aber das ist schon ziemlich mächtig. Wie gesagt, wenn du in der Position bist, um angreifen zu können, und ansonsten... Und der blockt ja auch in der ersten Runde, wo er raufkommt. In der ersten Runde nur, ja, aber trotzdem, wenn du hinten bist und was brauchst zum Stabilisieren, dann hilft er dir nur eine Runde dabei. Also ist nicht unbedingt immer gut, ne? Läuft der gerade über den World Tree oder über den Serpent? Ich glaube, das ist der Baum, oder? Ich hätte jetzt auch den Baum gesagt, es sieht aus, als würden da so Zweige abgehen von... Ja. Ja.
Okay, ja, Enchantment, was sagt alle deine Kreaturen, wenn die Combat Damage machen? Zieh eine Karte. Was hättest du dazu gesagt? Für Schwierig, vier ne? Mana. Ja. Ein Enchantment, was das Und der ist sagt. ja besser, ne? Ja. Was würde ich zu so einem Enchantment sagen? Ja, halt gefährlich, aber mächtig. Ja. Eine situative 3 plus vielleicht oder so, ne? Aber vielleicht ist das auch zu hoch für. Ja, aber okay, wir Das gucken einfach mal ist das an, was wir hier wirklich. haben, denn wir haben Das ja hier ist. auch noch die Gratis-Chance, dass er einfach durchkommt und eine Karte zieht. Und dazu ist er indestructible, was halt auch schon hilft Ja. gegen die meisten Also wie. Removal-Spells. Ja. Und kann nicht gekarnt werden. Es ist irgendwie. Es ist eine komische Karte. Ich glaube, wir haben hier so eine 2, oder? 2 Minus vielleicht eher, Ja. die manchmal wesentlich schlechter performt, weil sie eben dir nicht viel bringt, wenn du hinten bist auf dem Board, beziehungsweise nur sehr kurz was bringt. Ja, aber du kannst, also wenn du was draus machen kannst, Ja. aus seinem Angriff, glaube ich, Das Coole ist dann ja kannst auch, du den richtig er ist ausnutzen. einfach ein Angreifer mehr. Das heißt, es kann ja einfach sein, dass er versucht es ja jede Runde. Und wenn du ein paar Kreaturen hast und der Gegner vielleicht einfach einen Blocker weniger hat, dann kommt der halt durch, so, ne? Also, und dann ziehst du deine Karte. Also, finde ich cool. Ja, wie gesagt, ich glaube, worauf wir achten wollen, wenn wir den draften, ist, dass wir aus seinem Angriff was machen können. Also erstmal wollen wir tendenziell sozusagen dafür sorgen, dass wir eher diejenigen sind, die eher proaktiv spielen. Wir gucken danach, dass wir vielleicht Flieger haben und vielleicht picken wir uns mal ganz gerne doch mal einen Combat-Trick mit, weil der sich sehr gut mit dem zusammenspielt, Also ich glaube, da aber. stimme ich dir nicht 100% zu, weil allein wenn du viel Removal hast, dann kann der nicht geblockt Das werden. stimmt, ja. Ja, Der braucht aber. nicht viel, damit er abgeht. Also wenn er dir eine Karte gezogen hat, sind wir zufrieden, so, ne? Aber ja, 2 Minus ist okay. Aber wenn der richtig läuft, dann Ja, regnet es Karten. klar, der wird wahrscheinlich häufig rauskommen und du denkst dir, fuck, ich kann nicht mehr gewinnen, weil, Ja, oder, wenn oh, er. ich habe jetzt gewonnen, je nachdem, auf welcher Wenn du Seite er leicht vorne runterkommt. bist, dann kann das bedeuten, dass das Spiel gerade gelaufen Das ist. Ja. stimmt, das Wenn du stimmt. Der hinten bist, beendet dann das tut Spiel, er wenn nicht so du. furchtbar viel. Also Dann vermutlich recht wenig. tut er leider zu wenig. Wenn du, aber wenn du, sobald du, genau, wie du sagst, sobald du ein bisschen vorne ist, hast du eigentlich gewonnen durch den, ja. Wobei, wenn du hinten bist, kann es manchmal das Szenario geben, dass der Gegner gerne angreifen möchte und keinen Blocker übrig hat. Und dann in die Bedrängnis kommt, blocke ich jetzt den Toski, damit der Gegner sich jetzt nicht herauszieht. Also sogar dann ist er nicht komplett scheiße. Okay, ja, sehe ich. Also vielleicht sind wir mit der 2 Minus hier ein bisschen niedrig, aber ich denke, wir fangen mal da an und gucken dann, wie es läuft Interessant auf jeden Fall. mit unserem komischen mutierten Eichhörnchen. Ach hier, du darfst den grünen Planeswalker haben. Wow, Tyvar Kell für 2 und 2 Grüne bekommen wir einen Tyvar Planeswalker in Mythic. Elves you control have tap add black mana. Das ist eine statische Fähigkeit, die Planeswalker jetzt seit War of the Spark auch bekommen. Er startet übrigens mit 3 Loyalitätsmarken und seine Plus-1-Fähigkeit ist: Put a +1/+1 counter on up to one target elf. Untap it, it gains death touch until end of turn. Okay, Elfen ein bisschen größer machen, okay. Die können auch, da die jetzt für alle für Mana tappen, kann man damit auch ein bisschen extra Mana rausholen, okay. Für. Null neue Loyalitätsmarken bekommt man einen 1-1 Green Elf Warrior Creature Token, was ab nächster Runde für ein schwarzes Mana tappt. Und für minus 6 bekommt man: You get an Emblem with whenever you cast an Elf Spell, it gains haste until end of turn and you draw two cards. Was man zu den Planeswalker-Ultis sagen muss, es gibt nicht viele Planeswalker und ich glaube, wir haben bei Tibalt jetzt nicht über alles geredet, was mit Planeswalkern zusammenhängt, Planeswalker aber bewerten ist auch richtig scheiße. ihr könnt nicht einfach minus 6 machen, wenn der 3 Achso. Loyalty hat. Der müsst ihr Ja, schon klar. 6 haben Ja. dafür, sonst geht das nicht. Die Markenangabe da vorne links, das sind die Kosten quasi. Also das, auch wenn da plus 1 steht, das sind die Kosten, um die Fähigkeit zu aktivieren. Also Genau. ihr müsst einen drauflegen, das ist der Kostenpunkt. Und ihr müsst 6 runternehmen, das ist der Kostenpunkt für die Fähigkeit. Ja, okay. Ja. Okay, also haben wir im Angenommen, du hast keine Prinzip. Elves, willst du den spielen? Ja, würde ich machen. Der macht
für 4 Mana spuckt er jede Runde einen Elfen aus, der einen extra Mana produziert. Korrupte Llanowar-Elfen jede Runde. Und hat noch, wie heißt der nochmal, Elves of Deep Shadow? Ja, die macht aber die haben noch einen Damage gemacht. Ja, der ist besser. Sieht nett aus. Weiß nicht, nicht total broken, aber nett. Bei dem Elf-Deck ist der richtig krass, weil der rauskommen kann, direkt extra Mana sozusagen dich produzieren lässt. Dadurch kannst du vielleicht noch was mehr ausspielen, was ihn beschützen kann. Planeswalker ist ja so, die willst du beschützen können natürlich, weil die werden dann richtig sick. Die werden meistens nicht ab der ersten Runde sick, sondern außer vielleicht Tibalt. Aber meistens so, indem die halt wirklich Runde für Runde, ohne dass du nochmal Mana reinstecken musst, einfach dir Value generieren. Und das heißt, ich will den da 2-3 Mal aktiviert haben, bevor ich zufrieden mit dem bin. Das würde ich jetzt erstmal so zu dem sagen. Wenn du jetzt Schulnoten geben müsstest, wie sexy ist der? Also wenn du jetzt über das Artwork redest, dann ist der super sexy, ich weiß nicht. Das ist richtiges Eye-Candy. Also ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt eigentlich normalerweise nicht zu Männern hingezogen, aber bei dem Brustmuskeln. Ne? Also, da mache ich mal eine Ausnahme. Also einfach der größte Wert von dieser Karte liegt ja eindeutig daran, dass der Gegner abgelenkt ist von der Ästhetik einfach schon und deswegen schlechter spielt. Der Handsome Tyvar kommt einfach um die Ecke und so, fuck man, ey, ich kann doch jetzt nicht den angreifen. Was soll ich machen? Nicht mit den Apps. Wo hat der eigentlich, hat der einen, ich verstehe seine Waffe da nicht. Ach so, das ist praktisch, das ist ein Handschuh und da guckt dann oben noch so eine Klingere. Okay, weil seine Hand so abknickt dabei. Ja, ja. Nee, das ist einfach, an seinem Handschuh, der dicken Handschuh. Du meinst an den Armschienen dann, oder? Weil die Armschienen sind ja in die Richtung ausgerichtet, aber ja, der Handschuh nicht. Ja, Handschuh, wie auch immer. Vielleicht ist es doch einfach oben auf dem Handschuh dran. Der ist halt stark. Guck dir den mal an. Meine Güte, der kann doch so eine Klinge auf seiner Hand balancieren, der Typ. Okay. Also eine 1 ist es nicht. 2+, vielleicht so. Für die Upside, dass er im Elfendeck halt richtig steil geht. Ja, klar. Ja, der braucht aber ein bisschen. Ne? Der ist, wenn du hinten bist auf dem Board, dann hat er erstmal ein paar Probleme. Weil du er beschützt sich immer mit Jump-Blockern. Genau, ne? Genau. Aber dann hast du ja auch nicht so viel rausbekommen aus deiner 4-Mana-Karte, wenn die. Nee, ich sehe das eher so. Also bei Planeswalkern, das ist ja auch der schwierige Punkt, wann spielst du die, damit die überleben? Und wenn du ihn jetzt ausspielst und er quasi direkt contested wird durch vielleicht eine Kreatur, die einen Angriff hat, du spielst deinen 1-1-11 aus, der Jumpblockt nur, dann gehe ich ja davon aus, dass ich in Zukunft meinen Boardausbau ihn besser beschützen kann und er dann das Spiel langsam an sich reißt. Genau. Also es ist manchmal oder sogar häufig schlechter als ein 4-Mana-4-4er. Ja. Aber die Upside, wenn häufig er... häufig ist auch falsch zu sagen. Es gibt Szenarien, da ist ein 4-Mana-4-4er viel besser, aber wenn du ihn irgendwie beschützen kannst, dann wird er steil gehen und das Spiel gewinnen langfristig. Ja, ich glaube einfach, weil er ein Planeswalker ist, vielleicht da einfach schon die... Also, ich sehe schon, dass er keiner der Planeswalker ist, die richtig krass sind. Weil er nicht so... Aber 2+, denke ich, 2+ ist drin, oder? Ja... Übrigens, wir haben jetzt über die minus 6 nicht wirklich geredet. Das ist, weil wir eigentlich Ultimates immer ziemlich ignorieren bei Planeswalkern. Ja. Die ist ja auch nur im Elf-Deck gut, weil das guckt ja auf den Cast. Also wenn der überlebt, klappt das ja nicht mit den Tokens von ihm. Genau. Also das würde ich jetzt auch mal ignorieren. Also ich würde an eurer Stelle auch nicht umbiegen und brechen versuchen, den auf 6 zu bekommen, um den zu minusen, sondern ich würde schauen, dass ich mir möglichst einfach viel Value Runde für Runde durch den holen kann. Und dann wird der sich ordentlich spielen. Aber es ist, ja... Also ich denke, die... 2+, ja. Also die 2+, bezieht jetzt schon mit ein, dass man ihn beschützen kann. Es wird Szenarien geben, da wird er sich ziemlich scheiße spielen, wo du ihn ausspielst und dann 1-1er macht, der Gegner macht vielleicht, setzt er was auf das Token ein, dann hat man schon ein bisschen was rausgekriegt und tötet ihn danach. Also der Floor bei ihm ist nicht so hoch und auch die Fähigkeiten, die er hat, sind nicht unglaublich gut. Aber er akkumuliert halt Value über den Laufe des Spiels einfach und allein das sollte man nicht unterschätzen. Wenn du jetzt einen guten Removal hättest oder ihn in einem Pack... Da würde ich ihn nehmen, ja. Okay. Also vor allem jetzt am Anfang. Ich meine, vielleicht später irgendwann nicht mehr. Ja. Und sag mir, okay, ich will lieber irgendwie ein bisschen streamline mein Deck oder so. Aber in Planeswalker
gibt ja auch immer noch Leben dazu, weil die Gegenseite den Planeswalker anstatt dich angreifen muss und hat eben auch immer so einen Effekt, dass sich das Spiel auf einmal nur noch um diesen Planeswalker dreht, dass sich eigentlich immer, also der hat noch mehr Impact, als er tatsächlich hat, so, das will ich sagen. Der hat mehr Impact, als er hat. Ja. Okay. Ja, lassen wir es mal so stehen. So, hier haben wir jetzt Vorinclex, Monstrous Raider. Für 4 Doppelgrün kriegen wir einen Legendary Creature. Phyrexian Praetor ist eine Mystic Rare, hat Trample und Haste. If you would put one or more counters on a permanent or player, put twice that many of each of those kinds of counters on that permanent or player instead. If an opponent would put one or more counters on a permanent or player, they put half that many of each of those kinds of counters on that permanent or player instead. Round it down. Mit 6/6er Stats. Und also einem ziemlich coolen Artwork. Womit arbeitet er hier in einem Set mit plus 1 Countern? Mit Finn natürlich. Ich wollte nicht direkt mit dem Besten anfangen. Ich habe natürlich auch direkt dran gedacht. Aber was man direkt mal wegen der Fähigkeit, die sich auf eure Gegner auswirkt, ja, beachten muss, ist erstmal, ne? Die meisten Sachen machen eher nur einen Counter. Und dann bekommen die überhaupt keinen Counter mehr. Mhm. Und das ist vor allem super impactful bei Sagas. Die bekommen da nämlich überhaupt nichts mehr. Eure Sagas machen nichts mehr. Stimmt, die versuchen es aber nicht. Stimmt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, die machen Scheiße. Saga kannst du vergessen, wenn Warren Klex am Start ist. Okay, kurze Baseline-Analyse hier. Mhm. Colossal Dreadmaw mit Haste. Wir haben ja schon gesagt, ein 6-Mana-6-6er ist gut, sobald er das Board betritt, aber ist ein bisschen schwierig zu casten, aber es geht noch für 6 Mana, es sind keine 7 Mana. Und der hier hat Haste, ja, das ist eklig. Also ein 6-Mana-6-6 Trample Haste ist richtig ekelhaft, der tötet aus dem Nichts heraus. Das ist übel. Mir gefällt hier ganz gut, dass es eine Mystik ist, die ein bisschen spezifisch ist, was die Effekte angeht. Weil 6-6 Trample Haste ist schon fies genug. Ich finde es sehr schön, dass man ein bisschen was tun muss, damit die anderen Effekte wirklich zum Tragen kommen. Mhm. Aber die Baseline ist hier auch schon ziemlich gut. Ja, es gefällt mir, weil er einfach eine Menge random Unsinn macht. Ne? Ja. Macht dir irgendwie, weil du irgendwo einen Counter drauflegst, siehst du auf einmal 2 Counter drauf. Mhm. Planeswalker geht natürlich richtig steil. Beschleunigt auf einmal deine Sagas, wenn du die ausspielst. Genau. Zack, hat die einfach 4. Planeswalker geht mega steil. Dein Gegner spielt eine Saga. Will ich meine Sagas beschleunigen? Meistens nicht, aber obwohl es, ja, es kommt drauf an. Und alle Geschichten werden schneller erzählt. Ich sage ja interessantere Sachen. Also irgendwie random Bullshit oder so. Meistens ist es positiv für dich, was er macht. Davon sollte es so ausgehen. Wenn Warren Clegg Geschichtslehrer wäre, dann sind die Geschichtsstunden kürzer und es fehlen gewisse Kapitel. ja, der ist cool. Der hat ein paar nette Interaktionen und ja, 6 Mana, 6, 6. Mir gefällt. Trample Haste ist fies, ja. Übrigens sehr gut, dass er ein bisschen aussieht, ob er von The Witcher ist, eigentlich so, oder? Oh ja. Also einer dieser Waldtypis da. Waldschrate, ja. Waldschrat, genau. Ja, die Fähigkeiten sind schwer einzuschätzen. Wir würden den aber auch schon in unser Deck nehmen wegen der Baseline und einfach wegen dem Potenzial, dass er ein bisschen was macht. Man weiß ja nie. Also man hat sich Finn mit den Phyrexians verbündet, weil der doch auch die Infektfähigkeit hat. Und Infekt war doch eigentlich... Nee, Poison hat er, nicht Infekt. Was? Der hat ja, Finn hat ja Poison. Ja, aber das ist ja im Prinzip Infekt. Nee, Infekt schrumpft ja auch noch Kreaturen. Ja, aber... Und der macht so viel, wie er Schaden macht. Ja, aber das ist... Das sind unterschiedliche Keywords. Ja, ja, aber dieses Poison-Counterlegen, das war doch von den Phyrexians, oder? Keine Ahnung. Okay. Ich dachte, das würde uns ja irgendwelche Hinweise auf die Lore geben. Also ich bin mir relativ sicher, dass Finn, der heißt ja so Scale, irgendwie, auf jeden Fall ist irgendwas mit flavormäßig mit dem Zahn von dem Serpent. Ja, ja. Hat es was zu tun. Genau. Und der Serpent ist giftig, deswegen hat er, glaube ich, Poison. Okay. Oh, weil der hat ja das Schild, von ihm ist ja der Zahn. Jetzt raff ich den erst. Okay, sehr gut. Schön, dass wir das nochmal erklärt haben. Ich hätte jetzt auch eigentlich erwartet, dass die Axt von dem irgendwo den Serpent-Schaden drin hat, aber also irgendwie ist es sein Schild. Und wenn er dich mit dem Schild sticht, dann
hat er dich vergiftet anscheinend. Dann macht die Axt ja gar nichts, weil die eine Dekoration. Power... Der, macht, der wedelt immer mit der Axt Schild. Und man guckt auf die Axt und zack, hat man das Schild im Magen hängen. Das ist der Trick. Oh. Ja. Oh. Gute Technik. Beinarbeit. Ja. Ja, Warren Klecks ist ziemlich gut. Wenn du überhaupt keine Synergien hast damit, wird er trotzdem manchmal noch irgendwie randommäßig irgendwas von der Gegenseite schlechter machen. Und ist ein 6-Mana 6-6 Trample Haste, wo du in ziemlich jedem Deck, grünen Deck, wirklich nachgeifern würdest. 2 plus? Ich glaube nur eine 2. Ja. Weil manchmal er auch, ist aber besser auch als nicht ein viel Impact hat. Oh ja, der ist viel besser als ein Packmate. Fuck. Ja, okay, der kriegt eine 2 plus. Okay. Ja, gut. Vielleicht war. Ja. Werden die alle eher eine 2 minus. Also auch weil die, okay. wenn du den ausspielst, dann werden die Augen vom Gegner auf jeden Fall größer und denken so, oh, ein Prätor irgendwie. Der kommt halt wirklich aus nichts raus und für 6 Trample Damage rein, das beendet halt viele Spiele, ne? Also ich mag übrigens die Farben so richtig gern auf dem Artwork, da ist so viel los farbtechnisch. Richtig geil. Der ist wunderschön, also ja. Da will ich jetzt gar nicht widersprechen, ja. Der sieht halt eigentlich richtig schwarz aus. Aber das liegt wieder in der Lore, dass die Phyrexianer, die waren auch eigentlich nur, höchstens hatten die nur schwarzes Mana zur Verfügung. Und haben aber dann auf Mirrodin, glaube ich, die Welt, die Karn geschaffen hat. Über den haben wir in einer anderen Folge geredet. Anscheinend ist das jetzt hier ein Lore-Channel, ne? Ja, wir sind noch am Ende vom Video. Okay, da kann man noch ein bisschen irgendwie ausschweifen. So, also die und letzte da grüne Karte. Hat der Öl verloren und oder Öl bekommen oder so, was ihn selber ein bisschen Dings da übernommen hat oder okay. So. Das ganze Mirrodin wurde irgendwie von dem Phyrexianischen Öl... Also war das jetzt Karns Öl oder kam das woanders her? Nee, das war von den Phyrexians das Öl. Und Karn hat was davon abbekommen. Okay. Und dadurch wurde er dann irgendwie korrumpiert. Also wichtig ist, wenn ihr Öl irgendwo findet, trinkt das nicht. Ich wollte jetzt erklären, wie es dann zu Warren Klecks gekommen ist. Wir brauchen noch eine halbe Stunde dafür. Ich wollte nur so einen Live-Tipp geben. Trinkt kein Öl, was ihr findet. Und in dieser neuen Welt sind dann irgendwie wurde dann zum neuen Phyrexia. Und New Phyrexia hatte dann irgendwie, da haben die Phyrexians dann Möglichkeit bekommen, auf halt Mana von den Farben zuzugreifen. Und dann sind die Anführer von den verschiedenen Clans, einer davon war halt Warren Klecks. Ja, und von die anderen waren Clans? Auch alles von den Phyrexian-Clans? Ja, von den Phyrexians, die halt mit den verschiedenen Farben da irgendwie in Verbindung stehen. Und Warren Klecks ist der Boss von den Grünen gewesen, aber wurde durch Ilesh Norn besiegt, die Weißen. Hat die im Krieg untereinander gehabt? Praetor, die haben untereinander Krieg geführt, ja. Und aber er hat das überlebt. Anscheinend. Bescheid weiß ich auch nicht. Ja. Ja, aber Warren Klecks ist cool. und kriegt eine 2 plus. Ja, gut. Also mit dieser tollen, spannenden und natürlich vollständigen Story zur Lore von Warren Klecks. Ab jetzt ist das hier ein Lore-Channel, Leute. Und Ja, so wie er es gerade beschrieben hat, so ist es einfach. Müsst ihr gar nicht weiter nachgucken, ihr habt jetzt alles gehört. Ihr wisst Bescheid, könnt ihr als Hörbuch hören hier, die Geschichte. Genau. Ja, okay, wir sehen uns dann nächstes Mal zu, wie gesagt, farblos und Multicolor ist noch übrig. Und dann sind wir durch mit unserem ersten Set-Review. Und dann sind wir tatsächlich durch, ich fasse es immer noch nicht. Ich bin deutlich älter geworden, also ich glaube, langsam sieht man mir mein Alter an und das nur durch dieses Set-Review. Also, bleibt geschmeidig, Freunde. Sieht viel erfahrener aus auch. Und ich hoffe, ihr seht auch erfahren aus, nachdem ihr das ganze Gelaber hier abbekommen habt. Und habt Bock auf Set. Wir hoffen natürlich, dass es euch hilft beim Draft, vielleicht ein paar Entscheidungen etwas leichter zu fällen. Und wenn ihr Warren Klecks seht, dann gebt dem Jungen mal eine Chance. Ne? Ist nicht schlecht. bis zum letzten Kapitel. Bye, bye.